gehen gleich auch You are live. Jetzt aber live. Super. Genau, jetzt könnt ihr uns auch zuschauen auf YouTube, Twitter, LinkedIn oder wo auch immer. Beziehungsweise, wenn ihr uns gerade zuschaut, dann wisst ihr das sowieso. Und wenn ihr uns nicht zuschaut, dann ist es euch total egal. Aber wenn ihr uns zuschauen wollt, und heute macht es Sinn, weil wir sind nicht nur alleine, also der Alex und ich, sondern wir haben einen Stargast heute wieder in der Sendung. Unseren letzten Gast für dieses Jahr. Morgen ist ja nur noch eine News-Show, also nur noch, aber ich habe einiges an coolen News noch gefunden, die lasse ich mal heute im Köcher, die werde ich dann morgen verschießen, plus wir machen da noch einen kleinen Roundup, was wie das Jahr so gelaufen ist. Genau, und genau, sagen wir erstmal dem Stefan hallo. So, heute wieder rechtzeitig, sehr gut, aber wirklich, ich hatte echt schon mit dir das Klassenbuch bereitgelegt, aber sehr gut, dass du heute pünktlich da bist, lieber Stefan. Ja, Grüße aus Osterhofen und wir grüßen natürlich auch halb ganz Osterhofen. Wir schmeißen heute noch ein bisschen lockerer drauf, wir grüßen genau. Ganz Osterhofen. Was soll der Geiz? Wir grüßen ganz Osterhofen. Genau. Was lang kostet die Welt? Geld spielt keine Rolex. Und sonnige Grüße von der heimischen Bronchitis-Krankenstation. Oh nein, der Armin ist krank. Ja, das gibt's ja gar nicht. Aber er ist trotzdem in unserem Stream dran. Also er ist trotzdem in unserem Stream. Also hier gibt's nochmal 5 Extra-Punkte für den Armin, für die Tabelle, die gibt's morgen. Genau, 5 Extra-Punkte. Aber natürlich, ja, gute Besserung, lieber Armin. Erhol dich gut. Bronchitis, gerade in dem, was da aktuell noch so rumflirrt, ist da natürlich nochmal extra doof. Also wie gesagt, wir wünschen dir da ganz baldige Besserung, dass du dann auch Weihnachten mit deiner Familie entsprechend feiern kannst, ohne irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Also ganz gute Besserung, lieber Armin. Der Detlef ist auch dabei. Detlef Wotschke, neblige Grüße aus Hannover, die wünschen wir dir auch. Also nicht neblig, also beziehungsweise kann ich das nicht sehen, aber es sieht entfernt nach Sonne aus, wenn ich das hier aus meinem Keller... die Keller Sonne scheint. Heute Nacht wird es schön kalt. Ja, du, bei dir da, was weiß ich, München ist ja groß, ne? Wenn bei dir die Sonne scheint, keine Ahnung, was bei mir ist. Der Rüdiger ist auch mit dabei. Hi auch an alle, hi auch an dich, lieber Rüdiger. Hallo und sonnige Grüße aus dem Rheinland. Die senden wir natürlich gerne postwendend zurück ins Rheinland. Cool, dass du dabei bist, Benjamin. Und der Sascha, der darf natürlich nicht fehlen. Hallo, schöne Grüße aus Hünfeld. Habt den gleichen SEO-Campix-Hoodie an. Ja, geil. Lustig, gleich hier in Tracht. Ihr habt also denselben Schneider. Ja, genau. Der Axel, eine schöne Wintersonnenwende wünsche ich euch. Das wusste ich gar nicht, dass heute Wintersonnenwende ist. Muss man da irgendwas machen? Irgendwie so ist er nicht heute der Wenden einmal im Jahr? Nee, der kürzeste Tag im Jahr? Der kürzeste Tag im Jahr, echt? Gerade heute? Ja, Midsommar ist das, oder? Wenn ich richtig... Midsommar ist der längste Tag im Jahr. Ach so. Und dann ist heute der kürzeste Tag. Und ich habe echt noch so viel Arbeit heute. Das ist ja echt total... Kommt nicht gut. Ja, ja, aber wir sind hier gerade so mit gefährlichem Halbwissen unterwegs, was das anbelangt. Also man müsste das wahrscheinlich nochmal validieren, ob diese Aussage wirklich... Validieren. Headlines lesen genügt. Das ist alles normal, gar nicht. Ei, gute, der Ralf ist auch dabei. Servus, Ralf. Cool, dass du mit dabei bist. Und natürlich auch im Clubhaus. Genau, ist auch der Hans mit dabei. Der darf natürlich nicht fehlen. Cool, lieber Hans, dass du wieder mit dabei bist. Auch die Mandy, der Sebastian... Und genau, Alex hat es richtig, ne? Das ist, genau. Müssen wir gar nicht mehr validieren, wir haben schon recht. So. Brauchen wir keine alternativen Fakten. Genau, keine alternativen Fakten. Liebe Grüße in die Runde auch vom Daniel. Genau, ich lache mich immer noch tot über den Kommentar gestern. Das ist eine Frau, die da immer eine falsche Anrede über sich ergehen lassen muss. Genau, und der Timo, der darf auch nicht fehlen. Servus Timo, cool, dass du mit dabei bist. Und jetzt würde ich mal sagen, ja, ich halte jetzt die Klappe, weil wir haben einen Gast, der viel klugere Dinge als ich sagt. Also zumindest habe ich ihn, ich hatte das ja mal in einigen dieser unserer Sendungen hier erwähnt, ich habe ihn schon einige Male in irgendwelchen Videocast-Situationen gesehen und dachte immer, Alter, der ist echt gut. Also das ist echt, ich hatte da echt so richtig, richtig coolen Vibe. Und aber wir haben uns, glaube ich, auch noch nie persönlich wirklich kennengelernt, oder? Also richtig. Jetzt nicht, oder nicht so, hey Markus, was? Wir haben doch letztens hier zusammen da gesessen. Ja. Nee, gut, sehr gut. War die letzten 2 Jahre auch sicherlich erschwert. Ja, Logo. Aber davor ist es bis dato auch noch nicht passiert, das stimmt. Aber bist du auch auf Konferenzen unterwegs oder war das irgendwie, sind wir uns da irgendwie aneinander vorbeigelaufen? Ich oder? Bin schon auch auf Konferenzen unterwegs, aber vielleicht waren wir nicht parallel auf den gleichen oder hatten, ich meine, man hat das ja auch die Situation, dass man oft auf Konferenzen ist und hat schon vorgehabt, mit denen und denen und denen zu treffen und das hat doch nicht stattgefunden, weil alles wieder anders gelaufen ist. Nee, ich bin schon in der gesamten Landschaft seit vielen Jahren unterwegs. Also das hat vielleicht noch nicht sollen sein.
Ja, also dass du lange unterwegs bist, ist absolut, definitiv. Also das weiß ich auch. Also dein Name ist nicht erst jetzt auch in den letzten Jahren irgendwie hochgepoppt. Also ich habe auf jeden Fall schon oft das Tegernseer auf dem On-Page-Org stand auf der D-Mexico genossen, weil es ja hier vor meiner Haustür ist. Das definitiv. Also das kann ich schon mal sagen. Das ist schon seit einigen Jahren der Fall. Also am bekannten On-Page-Org oder Ride dann natürlich stand, aber die Verbindung gibt es schon lange. Okay. Ja, krass. Also, aber ja, wirklich krass. Also, und umso cooler, dass wir uns heute endlich mehr oder weniger persönlich, also sagen wir mal virtuell, persönlich jetzt hier mal treffen, endlich mal miteinander schnacken. Ja, wie gesagt, also, du warst auch schon länger hier so mein, den Typen muss ich echt mal persönlich kennenlernen, nachdem ich dich da schon mehrfach gestalkt hatte, quasi online. Und cool. Dann kam es ja jetzt wieder über den OMT. Ne? Wir haben ja dann auch gefragt, hey, wir waren hier irgendwie eure der Wolfgang, ja. Präsentation. Ne? Und dein Name, genau, fiel da mit am häufigsten und genau, und dann hat der Alex gesagt, komm, jetzt schreibe ich ihn an, jetzt holen wir ihn rein, super, und jetzt bist du da, geil, unser letzter Gast dieses Jahr, genau. Beziehungsweise, wir müssen uns hier nochmal beim Wolfgang bedanken, dass er den entsprechenden Connect hergestellt hat, vielen Dank, und er fehlt, das müssen wir genau. Jetzt gleich mal aufschreiben. Schreiben wir gleich wieder auf, Wolfgang, Wolfgang, das kann nicht sein. Wenn jemand sieht, ruft ihn an. Ja, vielleicht ist er mit seinem Auto liegen geblieben. Das kann ja sein. Ist mit seinem Auto liegen geblieben? Also das war doch dieser Running Gag nach der Campix, weil er hat auch dieses neue Auto gekauft und hat gemeint, so eins der tollsten Dinge an dem Auto ist, dass es einen Rundum-Service gibt, wenn das Auto liegen bleibt, wird er überall abgeholt. Er braucht keine ADAC-Mitgliedschaft mehr und so weiter. Dann habe ich gefragt, warum machen die Werbung, dass dein Auto liegen bleibt? Stimmt eigentlich irgendwie komisch, oder? Also dass diesen Service, den man dann hoffentlich gar nicht braucht, zu promoten. Ja, it's not a bug, it's a feature. Genau. Bleibt häufig lieben, aber dann ist auch abgeholt. Dann super. We got you covered. Ja. Oh, mega. Wir müssen ja noch kurz sonnige Grüße an die Mandy richten. Genau, also vielen Dank. Sonnige Grüße auch an dich, liebe Mandy. Der Mirko ist dabei, Mirko Ditschweiler. Neblige Grüße aus der Schweiz. Auch da sehr neblig, also nicht nur in Hannover, sondern auch in der Schweiz. Grüße. Genau, aber cool, Mirko, dass du trotzdem mit dabei bist. Hoffentlich siehst du uns trotzdem. Wir können ein bisschen näher an die Kamera kommen, dass er uns auch erkennen kann. Genau. Und natürlich die Pamela, die darf nicht fehlen. Servus, Grüße nach Meißen. Genau, aber jetzt würde ich mal sagen, ich halte mal die Klappe, beziehungsweise es kommt da, Stefan, machst du da Werbung für Löwenbräu? Wo machst du denn Werbung für Löwenbräu? Nee, das ist Game of Thrones. Also für alle, die, ach so, die Fans sind, das ist nicht Löwenbräu, sondern Game of Thrones. Habe ich noch nie geguckt. T-Shirt. Ja, habe ich noch nie geguckt. Das sehr zu empfehlen. Ja, wobei, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber. Hat jeder gesagt, aber das war so alles in der Zeit, als mein erstes Kind quasi geboren wurde. Ne? Und ja. Da hast du dann auch nicht irgendwie viel Zeit. Und dann wurde das zweite Kind geboren und dann irgendwie hat es dann schon 8 Staffeln. Und dann habe ich gemeint, bevor wir, und ich meine, ich glaube, du hast auch Kids, oder? Ja, ich habe eine Tochter, die ist jetzt zwar, wird 20, aber... Ja, krass. Nein. Aber dann weißt du auf jeden Fall, dass man da nicht so viel Zeit hat. Und wenn man dann sieht, 8 Staffeln irgendwas. Also ich meine, genau. Ja. Und die Folgen sind, glaube ich, auch relativ lang. Also es ist ja nicht so, dass man das... Ja, genau, 3/4 Stunde irgendwie dann immer 12 Folgen mal 45 Minuten mal... Ja, das Gefährliche ist ja, wenn so eine Staffel vollkommen verfügbar ist. Das, ja. Und du halt, ich meine, es ist zwar auch scheiße, wenn man warten muss auf die nächste Folge, aber das bringt dich wieder ins reale Leben zurück. Wenn die verfügbar ist vollkommen, dann ist es einfach brandgefährlich, aber lohnt sich. Ja, bei mir ist ja brandgefährlich 45 Minuten, also 20 Minuten Folgen schaffe ich bei 45 Minuten. Ja. Irgendwann, genau, wenn die Kids im Bett sind und er sagt, oh geil, jetzt mache ich mal Binge-Watch. Ja, genau, also ich kenne das nur zu gut und deswegen habe ich gemeint, da brauche ich gar nicht anfangen, weil da bin ich in 20 Jahren. Und dann gibt es schon wieder das nächste Coole, was ich dann nicht gesehen habe und genau. Keine Sorge, ich kann es aber auch ohne Kinder beim Serien anschauen einschlafen, das ist auch kein Problem. Auch ohne Kinder. Ich kann ja auch mal 2 Kinder leihen, also kannst du mal probieren. Ne? Du, lass mal. Hier, Grüße an Stefan, my brother from another mother. Ja, der Hans, den habe ich auch wieder im Gepäck heute. Geil, sehr geil. Aber ich würde jetzt mal sagen, genau, also es geht jetzt heute nicht um uns, es geht heute um dich und unseren Stargast. Und deswegen würde ich mal sagen, lieber Alex, face mal unseren Stargast gescheit ein, ja, und stell ihn mal unserer Community vor. Genau, also mega cool, habe ich schon ein paar Mal gesagt gehabt, dass du heute mit dabei bist. Wir freuen uns super, dass du hier mit drin bist. Ich habe mal nachgeschaut, du hast schon, oder beziehungsweise warst schon über 17 Jahre in einer Agentur. Hast selber eine gehabt, also hast schon wirklich auch sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt beziehungsweise im Umgang mit Kunden, wie man da entsprechend auch SEO entsprechend promoten kann. Und hast dich dann aber danach selbstständig gemacht. Richtig?
Genau, Das habe ich auch noch richtig mitbekommen. Sehr gut. Das ist immer richtig. gut, Ja, wenn die richtig. Recherche richtig Ja, ich war. habe gleich noch einen kleinen Spickzettel, dann sieht man das nochmal ganz kurz, Dann aber siehst du du, hast genau. vollkommen recht, ja. Der Lebenslauf hier gleich Die dahinter. Lebensmittel. Ja, Ja, ich hatte mir, ich erst hab mal ganz. Grundschule, dann die. Nee. Ich hab sogar mal in Google auf Seite 2 geschaut, ob ich da noch irgendwas Lustiges finde. Das war beim Armin Ginschel-Namen, das ist ganz gut, da konnte man echt so ein paar Findings finden. Bei dir war das mir gerade so ein bisschen schwieriger. Genau, aber mittlerweile bist du selbstständig und berätst eher im B2B-Bereich Firmen. Und das Thema heute ist ja quasi SEO als Unternehmenskennzahlen. Das finde ich ja persönlich super spannend, weil gerade, wie schaffen wir es natürlich auch, strategische Firmenziele entsprechend mit einer SEO-Strategie zu alignen, um einfach noch mehr rauszuholen. Wir wissen ja alle, also gerade bei uns in der Bubble, SEO hat eine ultra große Relevanz und ein ultra großes Potenzial, aber wie schafft man dieses Potenzial auch wirklich auf die Straße zu bringen und dann eben auch Management-Buy-in zu bekommen? Und von daher freue ich mich super, dass du heute dabei bist und uns ein paar Insights dazu gibst. Wir haben natürlich die Möglichkeit, immer wenn Fragen reinkommen, dann direkt darauf einzugehen. Oder die einfach dann zum Schluss zurückzustellen und dann da speziell drauf einzugehen. Also, in diesem Sinne, cool, dass du dabei bist und wir freuen uns auf deinen Vortrag zum Thema SEO ist Unternehmensentwicklung. Prima. Ja, vielen Dank. Legen wir einfach mal los. Was mir wichtig ist, dass das richtig rüberkommt, um was es mir heute geht. Ich habe jetzt so keine Referentenansicht. Ich klicke einfach mal durch und gehe dann auf die einzelnen Sachen ein, die da drauf sind. Also du hast schon gesagt, ich bin seit vor 22, 23 Jahren gegründet, eine eigene Agentur für Webentwicklung, Online-Marketing und SEO in Köln, CTS Media, entwickelt bis zu 15 Leuten. Dann bin ich vor 5 Jahren ausgestiegen, bin jetzt glücklicher Freelancer. Ging einfach darum, das ist auch ein Bestandteil heute, viele Dinge, die ich einfach nicht mehr wollte und nicht mehr konnte. Und dieses gesamte Unternehmerische war nachher nicht unbedingt das, A, nicht der Grund, warum ich mich irgendwann selbstständig gemacht habe und das, was ich nicht mehr wollte, sondern ich will mich auf das konzentrieren, wo so meine größte Leidenschaft steckt. Und das hat eben halt auch damit zu tun, was eben so viel offensichtlich schiefläuft, was viele von uns unter uns auch kennen. Also deshalb ist mir ganz wichtig, dass meine eigentliche Kernzielgruppe sind heute Unternehmen. Also auch das, was ich heute so auch an Aussagen treffe oder vielleicht auch so an Zitaten bei habe, ist nicht dazu da, um euch zu belehren. Die wenigsten kann ich hier sowieso irgendwie belehren, sondern auch so ein bisschen Mindset zu sagen, okay, wie kann ich einem Kunden sowas eigentlich mal auch auf den Tisch legen? Mit welchen Sachen kann ich eigentlich mal argumentieren, dass das hier keine Spielerei ist, sondern dass wir Dinge machen können, die wirklich auch Einfluss auf ein Unternehmen haben. Ich bin seit 3 Jahren auch noch begleitend Seminarleiter bei Systrix, ein Tool, was ich eben halt schon ewig und 3 Tage einsetze. Jeder ist ja mal irgendwie so zu seinem Tool gekommen und mache für Johannes eben halt die Toolbox-Seminare. Ich habe den Hans beerben dürfen im Bereich der Content-Marketing-Seminare und machen zusätzlich noch Dinge für Agenturen und Wettbewerbsanalyse. Ja, und ja, das mache ich. Und das Erste, was mir immer so am meisten eigentlich so auf der Seele liegt, ist so die Aussage, wer immer Ja sagt, macht Umsatz. Wer auch mal Nein sagt, macht Gewinn. Ja, und das ist so die Konsequenz, die ich eigentlich so mitgenommen habe bis zum Schluss. Sei konsequent, wenn es um den richtigen Kunden geht. Also das Vorfiltern des Kunden im eigenen Interesse. Ich habe das Problem als Agentur gehabt, weil ich möchte nicht so reden, es soll sich keiner angegriffen fühlen. Ich will auch nicht verallgemeinern oder jemanden auf die Füße treten, sondern ich rede eher in erster Linie darüber, wie es mir ergangen ist. Ja, aber ich habe einfach auf viele Dinge keinen Bock mehr gehabt. Also erstens mal bin ich als Agentur auch sehr umsatzorientiert. Ja, ich habe natürlich ein Problem. Ich habe Kosten, die ich decken muss. Sich als Agentur oder als Unternehmen. Wir sind ja Unternehmen. Ob wir ein Freelancer sind, Agentur, wie auch immer. Wir entwickeln uns ja. Und da ist eben halt der Punkt, dass man auch sehr umsatzorientiert ist, sobald man Kosten hat. Man denkt, man muss jeden Auftrag haben. Man freut sich erstmal, wenn man so ein Ding gesigned hat und 3 Tage später merkt man dann doch irgendwie, ja, irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das war Käse. Und wenn ich halt eine Struktur habe im Unternehmen, dann ist das auch nicht gut, wenn ich die Mitarbeiter damit konfrontiere. Also ich sage immer so arschlochfreie Zone, das ist so das, was man versuchen sollte zu erreichen. Es macht auch keinen Sinn, wenn man sagt, naja, ich muss mit dem Kunden ja nicht, das muss ja meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter. Da habe nicht nur ich, sondern kenne viele, die vielleicht auch SEO-Seminare oder Webinare machen. Im SEO trifft man oft auch auf sehr viel frustrierte Menschen und Angestellte, die sagen, ja, ich muss immer das machen, obwohl das Quatsch ist und der Kunde will das aber so und dann darf das auch nichts kosten und all solche Sachen. Also ich sage immer, man muss nicht jeden Kunden nehmen. Ja? Also besser ist dreimal Nein sagen und dann Ja, wenn es passt. Das führt immer mehr zu Gewinn, nicht nur finanziell, sondern auch für Herz und Seele und auch für die Motivation im Team. Also
wichtig ist, welche Faktoren so ein bisschen dazu, welche Faktoren so ein bisschen für so einen Projekterfolg wichtig sind. Natürlich zum einen, wo stehe ich als Agentur? Also welche Reife habe ich selber? Das finde ich immer ganz wichtig. Also es geht ja im Tenor auch heute darum, dass das keine Preisentscheidung sein darf. Ja? Dass es wichtig ist, dass das passt. Also ich kann viereckig Geld bezahlen, kriege trotzdem nur Kernschrott geliefert, weil ich für diese Agentur oder für den Dienstleister als Unternehmen überhaupt nicht interessant bin. Ja, dann macht es dann da irgendwer dann ist das Ergebnis trotzdem nicht gut. Ja, ich möchte, dass der Kunde meine Expertise möchte. Ja, also dass das, dass ich mich nicht rechtfertigen, mich nicht pitchen muss und solche Sachen, sondern dass der Kunde sagt, hey, ich will dich, weil ich meine, dass du mir da wirklich helfen kannst. Somit eben halt auch ist SEO halt auch ein Kanal für den Kunden. Gibt es ein realistisches Budget? Und für mich im Nachhinein, weil es mich auf Dauer auch ein bisschen kaputt gemacht hat, muss ich sagen, wirklich wichtig, was sagen Bauch und Herz. Ja, ich erinnere mich noch an gestern, Markus, ich will es gar nicht hochbringen, dein einer von 100 Workshop, den du erlebt hast. Auch da hast du massiv vorgefiltert und guckst, wie man die schreibt und so weiter. Man kann das halt nicht verhindern, dass man trotz etlicher Dinge, die man vielleicht abtastet, trotzdem irgendwann irgendwo sitzt und sagt, was ist das für ein Kack hier, ja. Und da will ich einfach ich sage das ein bisschen deutlich, weil da hängt ein bisschen Frust dahinter über viele Jahre. Und das sind Punkte, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht mehr. Also das macht einfach so keinen Sinn. Auf der anderen Seite will ich aber auch Unternehmen die Chance geben zu erkennen, wie mache ich es denn richtig? Und also die Frage ist, existiert da eine Grundlage für ein Projekt? Oder wie ich eben schon sagte, bin ich da gegebenenfalls zu umsatzorientiert? Hört sich jetzt komplex an, das Thema ist aber schnell abgehandelt. Was darf SEO kosten? Da hat sich der liebe Marco Young ja auch schon vor, weiß ich nicht, geraumer Zeit auch sehr intensiv mit befasst und in gewissen Etappen auch richtige Zahlen sprechen lassen. Ich sage, es darf eigentlich alles kosten, solange es irgendwie eine Investition für den Kunden ist. Ja, das Wichtigste, die wichtigste Investition, finde ich, ist, kein Geld zu verbrennen. Weil günstiger geht's halt eigentlich nicht. Ja, es geht darum, wirklich so einen ehrlichen und authentischen USP zu bilden. Und da ist dieser Aspekt, Geld zu verbrennen, eigentlich die größte Ersparnis, die der Kunde haben kann. Ich habe hier mal so die Entwicklung meiner Stundensätze aufgeführt. Das hat nur einen Grund, um zu zeigen, also erstmal so bis zu dieser Linie war das halt noch innerhalb der Agentur. Da haben die sich einfach danach gerechnet, was haben wir als Agentur für einen Stundensatz. Der Bastian Grimm, der liebe Bastian, hat mich mal auf dem SEO-Day vor ein paar Jahren, wo ich einen ähnlichen Vortrag hatte, fast verprügelt auf der Bühne, weil mich jemand fragte, ja, was für einen Stundensatz nehme ich denn da für SEO? Und da habe ich gesagt, ist eigentlich egal, du kannst auch theoretisch 80 Euro für SEO machen, aber ja, es muss eben angemessen damit sein, wo ich mich auch mit meiner Expertise befinde. So, und ich bin natürlich als Freelancer natürlich auch mit einer Skalierung beschäftigt und habe eben so eine Entwicklung in den Stundensätzen, weil ich immer wieder merke, wie viel Geld ich dem Unternehmen spare. Oder wenn man dann sagt, ja, das ist aber ein hoher Stundensatz, wenn es um kleinere Kunden geht oder vielleicht kleine Unternehmen, die so ein bisschen was machen wollen im SEO, dann kann man sagen, wenn wir uns eine halbe Stunde, ohne dass das arrogant klingt, oder eine Stunde unterhalten, dann hast du 3 Wochen Arbeit. Das ist doch nicht teuer, ja, da eine Stunde zu investieren. Also man muss immer die Relation da drin sehen. Und deshalb finde ich wichtig, das Preis- und Kostenmodell so an den eigenen Erkenntnissen als Experten anzulehnen. Warum? Zum einen kann man ja jetzt nicht den Juniors verbieten, SEO anzubieten, weil sie das noch nicht 20 Jahre machen. Aber es ist eben wichtig, dass ich wirklich weiß, was kann ich besonders gut? Wie weit bin ich in meiner Fortbildung? Wo gibt es Leute, die ich vielleicht fragen kann, wenn ich es nicht weiß? Habe ich ein gutes Netzwerk? Und wie fühle ich mich selber wohl mit einem Preis, den ich auch wirklich mit Rückgrat beim Kunden verkörpern kann? Also der Kunde will ja Sicherheit. So, oder das Unternehmen will Sicherheit haben. Wenn wir da rumeiern und versuchen irgendwie so, jetzt muss ich aber unbedingt die 160 Euro da mal durchdrücken und so, ja und hier und da, sondern man muss eigentlich konsequent sagen, darunter mache ich das nicht mehr. Weil ich bin mir einfach auch mit meiner Expertise zu viel wert dafür. Und dann erlebt man oft eben diesen Umkehreffekt. Dinge, wo man am Anfang vielleicht denkt so, oh, das weiß ich nicht, ob ich das machen kann. Ja, und man es einfach macht und auch mit Überzeugung macht, dann sieht man, wie das auf einmal anfängt zu funktionieren. Weil der Gegenüber will einfach nur eine Sicherheit von dir haben, dass er sagt, okay, der weiß, wovon er redet, der weiß, was er wert ist. Dann glaube ich, dass wir mit dem erfolgreich das Ganze machen können. Ja, und je größer ein Unternehmen ist, je größer so ein Kunde ist, ist das doch nachher völlig egal, ob das 140 Euro oder 180 Euro die Stunde kostet. Das juckt doch dann keinen mehr. Es geht doch darum, dieses Vertrauen zu haben. Also ich spreche nicht von Garantie, aber wenn man sich mal vorstellt,
diese Mitarbeiter oder die Schnittstellen im Unternehmen sind auch alles Menschen, die eine Verantwortung haben, die einen verantwortungsvollen Posten haben und die auch ihren Job machen wollen zum Unternehmen hin. Und wenn die einen Partner finden, wo sie das Gefühl haben, mit dem schaffe ich das, ja, dann wird das finanziell auch irgendwann mal ein bisschen aufgeweicht. Dann werden die Budgets schon locker gemacht. Wenn einer sagt, oh, da habe ich ein gutes Gefühl, da kann ich meinen Job hier vor allen Dingen auch erfolgreich mitgestalten. Ich kann die Unternehmensziele wahrscheinlich erreichen. Nicht, weil wir hingehen und sagen, na klar, bist du in 3 Tagen bei Google auf 1, aber wir sagen ihm, mit mir kriegst du ein bestmögliches Ergebnis. Ich verhindere, dass du Geld verbrennst. Ich sage dir auch, was ich nicht kann. All diese Dinge, die wertvoll sind, um Effizienz in so einem Projekt eben halt auch unterzubringen. Wenn du dann natürlich auch mit so einem Team dann, also quasi dann auch so einem Team hilfst als Sparringspartner, dann kann man ja fast sogar das da drauf rechnen, das ist ja fast schon Weiterbildungsbudget auch für das Team. Ja, also so, das, genau, das kommt ja alles irgendwie damit rein. Das ist ein sehr guter Punkt. Genau, ich habe das auch gleich noch in diesen Touchpoints bei Konzernen. Mhm. Da geht es darum, die Kompetenzsteigerung im Unternehmen. Und das muss genau das Ziel sein. Das bringt nichts, als Unternehmer ist nicht das Ziel, immer wieder bezahlen in dem Sinne, oder ist es Weiterbildung dabei, sondern ich muss eine Kompetenz über die Zeit in meinem Unternehmen aufbauen, um auch zukunftssicher zu sein. Ich muss diese ganze Leistung, die ich später noch zukaufe, ja auch viel besser bewerten können über die Zeit. Ich habe hier mal aus der Softwareentwicklung so ein T-Shirt-Modell, das fand ich eigentlich immer ganz cool, wenn man denn mal einen Preis abgibt. Es wird ja immer über Budgetierung eigentlich abgewickelt, SEO, dann berechnet man manchmal Initialaufwand für Audits und so weiter. Aber selbst wenn man hier mal so ein T-Shirt-Modell hat, ist es trotzdem immer noch besser, als irgendwie so gar nichts nennen zu können. Natürlich ist da so eine Range drin. Wie gesagt, es kommt eigentlich aus der Softwareentwicklung. Ich finde es aber ganz gut. Wenn ich jetzt mal sage, gut, das schätze ich jetzt mal auf T-Shirt-Größe M ein, dann weiß der Kunde, okay, das kann einen Tag dauern im Best Case, vielleicht auch 4 im Worst Case. Natürlich ist es schön, wenn es irgendwo in der Mitte liegt. Aber ich habe selbst mit dem Worst Case eine Kennzahl, mit der ich arbeiten kann. Und das ist für viele Entscheider erstmal wichtig, ja, um damit zumindest erstmal ranzugehen und dann auch zu erwarten, dass es vielleicht nachher ein bisschen was übrig bleibt. Dann auch so diese Rechtfertigung des Honorars, ja. Also wenn der Kunde meint, du bist zu teuer, dann kann er es gerne mal so mit Inkompetenz versuchen. Also das klingt immer so ein bisschen vehement, aber ich verhandle auch nicht mit dem Chirurgen, ganz ehrlich. Also wir sind ja immer der, egal, und das ist ja das Geile an unserem Job, egal wie groß der Kunde ist, die haben alle die gleichen Probleme. Und wir sind immer die mit der meisten Ahnung im Raum. Ne? Also wenn man jetzt bei der Vertriebsoffensive wäre, dann würde Kräuter vielleicht sagen, wenn du der mit der meisten Ahnung im Raum bist, bist du im falschen Raum. Ja, das sehe ich bei SEO aber ein bisschen anders. Denn schlussendlich brauchen die uns ja in der Richtung. Also es geht nicht darum, das Honorar zu rechtfertigen. Oder das Schlimmste, was man machen kann, und wie gesagt, ich möchte keinen angreifen, sind Rabatte zu geben oder sowas. Das ist absolut tödlich, weil warum macht man das? In dem Fall, wo ich das mache, prostituiere ich mich und bin ja in der Knechtschaft des Kunden und meine Leistung reduziere ich damit direkt, als wenn es die überall geben würde. Da geht es ja nicht mehr um Expertise, sondern um irgendwas zu machen, was der Kunde will. Also so ein bisschen in die Richtung, wie du es in deinem Workshop erlebt hast, dass du eigentlich mit deiner Expertise an die Sache rangehst und der Kunde sagt, das interessiert mich alles gar nicht, ich will genau dies und jenes irgendwie haben. Ja, das macht halt, es geht mir darum, rüberzubringen, dass solche Konstellationen keinen Sinn machen und es meistens dazu führen, dass das Ganze nicht erfolgsbehaftet ist. On-Page-Analysen kennt jeder von uns. Ja, also diese Fehler und Warnungen können halt auch täuschen. Ja, also die Frage ist, es kann auf Dauer nicht SEO noch daraus bestehen, dass man sagt, ich habe jetzt eine On-Page-Analyse gemacht, da ist alles rot und gelb, da müssen wir erstmal alles grün machen und dann geht es richtig ab und ich muss jetzt 4000 Alt-Text nachpflegen und 3000 Snippets optimieren und all sowas, wird ja immer noch oft gemacht, ja, macht aber oft eben halt auch keinen Sinn. Es geht also auch, da stecken für mich Potenziale drin, einem Kunden auch mal klar zu sagen, pass auf, das steht zwar hier, aber am Ende bin immer noch ich derjenige, der das interpretiert und wir beschränken uns hier auf die wichtigen Seiten, auf die Dinge. Wir gucken auch immer, dass wir ressourcen- und effizient im Sinne des Kunden handeln. Das ist wieder so ein Vertrauensmerkmal. Ich finde auch gerade, wenn ich da kurz unterbrechen darf, ja, gerne. Ganz interessanterweise, der Johann war ja bei SEO Presse im Podcast und diese Folge ist, glaube ich, heute Morgen rausgekommen und er hat ja auch gesagt, er als Consultant, er sagt ja nicht dem Kunden, dass er irgendwie einen 404-Fehler verbessern sollte, weil das sollte er eigentlich in der idealen Welt schon selber machen, weil die Expertise, die wir jetzt eigentlich haben, ja, die sollte ja eigentlich darüber hinausgehen und dann ist das ja eigentlich schon ein, also ist natürlich wichtig, dass man die 404-Fehler entsprechend behebt, aber das sollte jetzt nicht irgendwie ein Consultant-Job sein, sondern eigentlich dann auch schon direkt in-house gemacht werden. Ja, ganz genau. Greife ich gleich auch nochmal auf. Also, Entschuldigung. Nein, bitte, es soll ja auch eine Konversation daraus entstehen. Das ist mal so ein Hidden Champion, den hatte ich auch mal in so einem Livestream gezeigt.
so einen Familienblog, eine nette Dame, die ich mal im Seminar hatte, die dann auch saß da und sagte, ja, ich habe einen Familienblog schon lange Jahre und ich habe mich über SEO, habe ich mir über SEO noch nie Gedanken gemacht. Ja, und diese On-Page-Analyse, die man vorgesehen hat, die kommt aus dem Projekt. Man könnte eigentlich sehen, um Gottes Willen, hier ist ja alles kaputt, aber man sieht trotzdem halt die Sichtbarkeitsentwicklung, wenn sie weiß, sie was sagt, ich weiß aber, was meine Nutzer interessiert, ja, bezüglich des Contents. Also diese Relativität ist wahnsinnig wichtig und ist nicht mehr unbedingt die Grundlage, um in so ein Projekt einzusteigen. Also, die Frage ist, auf Dauer macht es keinen Sinn, einfach On-Page-Analysen abzuarbeiten oder so einen Sichtbarkeitsindex anzubeten und zu hoffen, eigene Keywords für den Kunden aussuchen. Ja, also wenn man eigentlich bedenkt, ein Unternehmen fragt an, ja, wir brauchen SEO und dann sagt man dann irgendwie so als Agentur schon, ja, kein Problem, geben Sie mal die Adresse, ich schicke Ihnen gleich ein Angebot rüber. Ne? Also ohne überhaupt mal mit dem Kunden zu sprechen, warum braucht ihr SEO oder überhaupt mal vielleicht einen Workshop zu machen oder irgendwas, einen bezahlten, neutralen Boden, wo jeder seine Fragen klären kann. Das mache ich auch in den Agenturseminaren, dass ich so einen Workflow habe, wo ich mir so in einer Viertelstunde, 20 Minuten mal angucken kann, wo schätze ich so ein Projekt ein, macht das überhaupt Sinn? Will ich das? Und dann habe ich viele Fragen an den Kunden, bevor man überhaupt irgendwas anbieten kann. Ja, und dass dann selber auch noch Keywords ausgesucht wurden. Also es ist ja so ein bisschen der Bodensatz, diese Angebote pauschal 200 Euro im Monat und wir machen 10 Keywords für Sie, aber was das für Keywords sind, fragt kein Mensch danach. Ja, oder halt, ja, dieser Content basiert, auch das finden wir immer wieder noch, dieses wir und wir sind die geilsten und die besten und die tollsten und so weiter, dass man einfach weiß, dass der Konsument von heute eben seine eigene Expertise sich aufbaut und seine eigene Recherche macht. Und deshalb die Frage auch mal, bevor ich mir diesen ganzen Kram erstmal angucke, wie sieht es überhaupt so mit Content-Formaten aus? Was ist eine Suchintention? Und die Frage ist auch, wie lange kann ich so einen Kunden, also nicht, dass wir das machen, aber das wird ja oft getan, weil ich kenne ja auch die Kundenseite, mit Phrasen hinhalten. Ne? Natürlich kennen wir das alles. SEO ist kein Projekt, sondern ein Prozess, ist kein Sprint, sondern so ein Marathon. Oder Atze Schröder hat mal gesagt, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Aber das ist für uns. Atze Schröder ist ein japanisches Sprichwort. Also das ist ein paar hundert Jahre älter als Atze Schröder. Ja, ja, ich, na klar. Aber ich habe es trotzdem, er hat es mal in einem sehr guten Kontext gebracht, sage ich mal so. Ne? Kennst du das auch noch im Original, Markus? Im Original, lustigerweise habe ich es aber damals im Japanischunterricht gelernt, ja, also das, ja. Ich kann es jetzt nicht mehr, aber... Das kann ich ja nicht wissen, dass ich auf no, so das Japanischunterricht habe. Hey. Also für Unternehmensentwicklung ist es auf jeden Fall auf Dauer zu wenig, also irgendwann muss man halt auch liefern, ja, damit sich dann eben halt auch was tut. Also ich muss anständige Zielgruppenanalyse machen, sowohl für die Suchintention, ich muss mich mit passenden Content-Formaten auseinandersetzen, da vorweg eben meine entsprechenden Keyword-Potenzialanalysen machen, um Strukturen kümmern, einen entsprechenden Content-Mix. Es geht also, oder auch so Mehrfach-Ranking, Feature-Snippets, alles Sachen, die wir kennen, aber es geht darum, auch als Unternehmen die Potenziale da drin auch auszuschöpfen. Also nicht irgendwelche Dinge zu erfüllen, damit irgendwas grün wird in irgendeinem Tool, sondern damit es mir als Unternehmen auch wirklich was bringt. Und da kommt der Hans ins Spiel, den habe ich halt seit Jahr und Tag immer im Gepäck und der Neutrale würde vielleicht erstmal so sagen, ja, das ist ja irgendwie Pipifax, aber genau in diesen Basics liegt ja das meiste Potenzial. Und ich finde das bis heute immer noch einer der plausibelsten Darstellungsweisen. Und ich habe das immer wieder auch in meinen Präsentationen drin. Das ist ja unter anderem auch aus unserem Content-Marketing-Seminar. Das heißt, was du eben auch meintest, Alex, hier haben wir die Webseite, die Rakete, die Webseite, die Kronberg-Rakete. Das ist quasi so das technische System. Also das ist das, was weit fliegen soll, lang fliegen soll, hoch fliegen soll. Darum kümmern wir uns einfach drum. Also das ist klar, das Ding fliegt irgendwann und dann kümmern wir uns darum, dass das so bleibt. Da ist aber ansonsten im Bereich des technischen SEOs jetzt erstmal wenig rauszuholen. Und bevor jetzt alle aufschreien, rede ich jetzt nicht im Durchschnitt von massiven Strukturen, von Webseiten, die Hunderttausende und Millionen von Seiten haben, dass wir da natürlich einen anderen Anspruch und Aspekt an technischem SEO haben, ist völlig klar. Aber schlussendlich haben wir den Antrieb mit dem Content und den Sprit über die Content-Formate. Und das ist das, was ich so einem Kunden auch zeige, dass ich sage, das ist das Ziel und wir brauchen hier, das finde ich immer besonders gut, so die Einreisegenehmigung ins Top-10-Land, ja, weil wir wissen, nur da gibt's Traffic. Das ist einfach der Fakt. Es gibt nur dort Traffic und da muss ich bleiben und das muss grundsätzlich erstmal das Ziel sein. Und da verbinde ich auch immer diese Arts-SEO-Formel, die Hans mal ins Leben gerufen hat, die auch erstmal total
einfach klingt, weil SEO, wissen wir, ist ja auch eigentlich nicht so schwer, sondern komplex, erfordert Erfahrung, gute Interpretation. Aber man muss diese Dinge erstmal überhaupt erfüllen können. Also, dass die Seite erstmal natürlich für Google erreichbar ist. Da wissen wir immer, es gibt genug immer noch Fälle, wo das eben nicht der Fall ist. Die Relevanz, ne? Dass ich mich mit meinem Content beschäftige, dass ich weiß, was ist die Suchintention dahinter, wie schaffe ich Relevanz mit meinen Überschriften, mit einer internen Verlinkung, die jetzt hier auch für das technisch messbar Wichtige ist. Also, wie wichtig ist so eine Seite, weil sie vielleicht auch stark verlinkt ist, auch intern, und natürlich die Zufriedenheit. Ne? Also wie zufrieden ist jetzt der Nutzer damit? Wenn ich diese Dinge erfüllen will, wichtig ist, dass ich erstmal einen Korridor habe, auf den ich mich wirklich konzentrieren kann, bevor der Kunde nur Seitentitel und H1-Überschrift im Kopf hat und irgendwelche Keywords und Meta-Description und so, sondern er sagt, das sind die Dinge, die müssen wir erreichen. Ja? Und dadurch ergeben sich halt eben die Suchintentionen, die Momente, die wir als Nutzer erleben, und daraus leitet sich ab, dass wir für diese unterschiedlichen Momente einfach auch unterschiedliche Inhalte brauchen. Und hier in diesen einfachen drei Schritten, also ich teile es immer in diese drei Schritte auf, die wir für einen Erfolg, also wir sind ja noch bei Unternehmensentwicklung, viele machen ja so radikal SEOs auch schon mal so bei der Sichtbarkeit Schluss und sagen, ja gut, danach geht es ja dann irgendwie um gut SERPs, das nehme ich noch mit, aber so auf der Webseite und so weiter, das habe ich nichts mehr mit zu tun. Ja, aber wir merken ja alle oder wissen ja alle, dass wir eher so T-Sharp-Modelle sind, dass wir wissen, klar, wir haben einen Schwerpunkt, aber ich muss mir auch Gedanken machen, wo kommen die Leute her, und ich muss mir auch Gedanken machen, wo sollen die Leute nachher ein Ergebnis erzielen. Und hier stecken halt viele Potenziale in den einzelnen Dingen eben halt noch drin. Und wenn man sich das an so einem Konzern mal anschaut, habe jetzt mal so ein Beispiel von einem Energiekonzern, von so einem Kunden mal aufgebaut, dann haben wir hier so eine Unternehmenskommunikation, wir haben Vertrieb und Marketing, wir haben so Projekte, Nachhaltigkeitsprojekte, in die investiert wird, dann haben wir so eine Digital-Unit. Die Leute kennen sich teilweise überhaupt nicht. Das heißt, man muss eigentlich erstmal anfangen, in so einem Konzern anzufangen, Kommunikation aufzubauen, ja, weil die alle auf das gleiche Produkt einwirken, nämlich die Webseite, aber voneinander irgendwie gar nichts wissen und auch nicht strategisch miteinander arbeiten. Ne? Das heißt, daraus ergeben sich hier Content-Formate. Ich habe einen Privatkunden oder einen Geschäftskundenbereich, wo die Leistung stattfindet. Ich habe ein Lexikon, um meine Fachbegriffe aus dem Energiebereich zu erklären. Ich habe einen Blog, wo ich vielleicht erkläre, warum überhaupt Ökostrom, den ich vielleicht hier kaufen kann und hier nochmal etwas besser erklärt bekomme. Und dann habe ich Projekte dazu, die zeigen, ey, da haben wir tatsächlich jetzt mal in so ein Solarprojekt investiert, das findest du da und da und so weiter und so fort. Das heißt, da haben wir Brandbuilding, wir haben, wie nennt man das, Unternehmenskommunikation auch, Nachhaltigkeit aufgebaut damit, und daraus ergeben sich erstmal Content-Formate. Das sind für mich halt unternehmerische Ansätze, die auch für einen Unternehmer einfacher sind zu verstehen und die wichtig sind, dann eben darüber auch mal abzubilden. Hier habe ich das Beispiel nochmal, hier gibt es halt den Ökostrom, weil da weiß Google, mittlerweile wissen wir ja, kann man ja schon von Jahrzehnten sprechen, wo sie Nutzersignale sammeln und wissen, klar, die Leute, die nach Ökostrom suchen, die wollen auch wissen, was das ist, aber die meisten wollen den Kram dann auch buchen. Also muss ich einen transaktionalen Teil auch in so einer Seite haben, damit ich mit so einer Seite ranken kann. Ja? Oder der Anteil an Ökostrom in Deutschland, dafür ist so ein Lexikon gut, das zu zeigen. Wie ich schon sagte, warum Ökostrom, da erklärt der Blog, warum das so ist. Und bei den Innoform-Projekten geht es zum Beispiel um ein Brennholzkraftwerk für ökologische Wärme. Ja, ich brauche einfach unterschiedliche Content-Formate, um sowas zu erzielen. Das führt natürlich automatisch darin, Content zu produzieren. Und in meinem Beispiel, das ist ganz wichtig, auch hier keine Verallgemeinerung, aber die Erfahrung, die ich immer wieder mache, wie entsteht eigentlich SEO in so einem Konzern als Kunden? Und immer wieder erlebe ich das, dass das eben nicht über die, sieht man eigentlich hier meine Maus? Dass man eben nicht, hier glaube ich, ne? Ja, dass man eben nicht über die Unternehmensführung, über die Konzernspitze, über die wirklichen Entscheidungsebenen, das platziert wird, wie jeder andere Marketingkanal auch. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber es sind ja hier Erfahrungswerte mit Kunden, die ich habe, sondern es entsteht durch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und SEOs im Team der Digital-Unit. Das heißt, da ist jemand eigentlich Content-Marketing-Managerin und sagt sich, Mensch, SEO, genauso war es eigentlich auch bei mir. Ich will das SEO-Thema hier voranbringen. Ich habe gesagt, wir machen jetzt mal dies und das und jenes. Das klappt schon ganz gut. Ich brauche noch eine externe Beratung. Dann stoße ich dazu. Dann wächst das ganze Thema. Dann gab es hier noch eine, wirklich, was ich erst cool fand, eine extra besetzte Stelle für den UX-Bereich, weil man ja auch sieht, wir können analysieren. Wir können jetzt sagen, wie müssen wir so eine Seite aufbauen? Wir können bestimmen, welchen Content-Mix brauchen wir. Dann wird die Seite umgesetzt. Aber dann kommt ja wirklich nochmal der UX, der irgendwie sagt, pass auf, damit das Ganze auch noch nutzerfreundlich ist, vor allen Dingen mobil,
sollten wir das so und so und so machen. Die Stelle ist schon mal als erstes gestrichen worden, weil man sagte, okay, brauchen wir nicht. Ne? Das ist irgendwie zu, brauchen wir nicht. So, jetzt ist diese Person, fällt diese Person weg, weil wir, wenn wir wieder an den Anfang denken, diese Wertschätzung nicht da ist. Ne? Weil man einfach sagt, da kommt immer der aus der Paid-Abteilung und der kann ganz klar sagen, gut, das und das haben wir bezahlt, das und das haben wir rausgekriegt und so weiter. Und dann sagt der, nee, ja, aber bei dem SEO, was bringt uns das Ganze denn? Ja. Und hier hat man ganz klar schon eben durchaus was abbilden können. Das heißt, durch eine motivierte Mitarbeiterin entsteht das Thema SEO, wächst, wird jetzt in dem Fall auch durch meine externe Beratung relativ erfolgreich in einem Zeitraum von 1,5 Jahren. Und jetzt ist diese Mitarbeiterin weg wegen fehlender Wertschätzung, auch weil diese UX-Person weg ist, weil man dann diese Firmenpolitik nicht versteht. Und ist im nächsten Unternehmen. Jetzt fehlt diese Stelle hier. Das heißt, momentan läuft alles auf. Dinge, die wir alle machen können, es fehlt an der Umsetzung. Und das Ding kommt wieder zum Erliegen. Ja, obwohl man vorher relativ wichtige Traffic-Quellen damit aufgedeckt hat und eingespielt hat. Hier nochmal, also diese Touchpoints in so einem Konzern. Hier ist auch nochmal diese ja, Projektmanagement. Hier sieht man, also das muss man nicht im Detail irgendwie durchgehen. Agentursteuerung unterstützen, interne Verlinkung, solche Sachen, Webtracking, Content Seeding, Linkbuilding, überall, wo man so ein bisschen mitsteuert, damit die es dann umsetzen können. Wenn man meine Stadt dagegen sieht, habe ich auch im Prinzip in dem Fall die Stadt Freiburg als Kunden. Da fragt man sich, wo ist denn bei denen die Unternehmensentwicklung? Und auch wenn man es erstmal nicht glauben mag, also Städte haben durchaus ein großes Interesse daran, Steuergelder nicht zu verbrennen. Und bei der Stadt Freiburg ist eben halt auch so, dass die gesagt haben, wir müssen die haben wirklich von sich gesagt, wir müssen dieses SEO-Thema voranbringen. Und das Erste, was wir da machen mussten, sind erstmal die Ausschreibungen. Das heißt, wir müssen erstmal Ausschreibungen auf einem Stand bringen, um überhaupt Agenturen zu fordern. Ja, das heißt, die müssen ja alles ausschreiben. Die haben also eine riesige Systemlandschaft. Die haben 20 Projekte, 20 Systeme und 20 Agenturen. Also wenn man es jetzt mal extrem sagt, ja, und da muss man erstmal in der Ausschreibung überhaupt was unterbringen, damit die wissen, oh, SEO, aha, da geht es um Indexierung, da geht es um Crawling, okay, das System muss das und das können, ja, in Ordnung. Dann weiß ich also, was ich beim Pitch da auch mitliefern muss und bin dann auch bei den Pitches dabei, um die richtigen Fragen zu stellen, solche Sachen dann eben. Also sehr spannend, sehr interessant, aber wie gesagt, auch da geht es vor allen Dingen hier nochmal der Punkt, diese internen Learnings, die du eben ansprachst, Markus, sind halt hier ganz besonders wichtig. Problematik hier, sicherlich auch in einem Konzern, aber hier ist auch immer auch viel Fluktuation, weil auch der alleine schon durch den hohen weiblichen Anteil, was super auch angenehm ist in der Zusammenarbeit, aber viel Familienbildung, Schwangerschaft, Mutterschaftsurlaub und so weiter, also da ist eine ziemliche Rochade auch immer, was die Positionen angeht. Es ist also nicht einfach, so ein Thema hier wirklich auf einem einheitlichen Level zu halten, weil auch die Projektbegleitung da immer wechseln. Das ist so die Aussage von Gebietsverkaufsleiter im Konzern, mein Team soll 2 Artikel pro Woche erstellen, damit ich das Gefühl habe, dass sie arbeiten. Ja? Das Ganze kann man natürlich auch strategisch ummünzen, wenn die das schon machen, dann kann man sowas auch mit Strategie machen. Ja? Und jetzt habe ich natürlich Ergebnisse, jetzt habe ich natürlich auf einmal Entwicklung, die ich natürlich dann so im Unternehmen natürlich auch dokumentieren und kommunizieren muss. Das heißt, gerade hier so Dinge, das kennt, glaube ich, auch jeder, dass Google irgendwann mal sagt, gerade wenn man relativ schnell Content auch produziert, Dinge einfach auch ausprobiert, einfach gravierend auch Positionen erstmal hochsetzt, um zu gucken, wie sind die Nutzersignale, um zu gucken, kannst du da bestehen oder ich nehme die Signale erstmal mit, aber dann bringe ich dich wieder hier auf den regulären Weg. Und wir wissen, dass wir gerade bei der Interpretation vom SI wissen, es geht halt immer um diesen geraden Weg, dass sowas passieren kann, ist klar. Es kann auch was nach unten in der Form passieren, aber das ist eigentlich die Entwicklung jetzt mal so seit Mitte 2020 bis heute. Und da könnte man als Kunde sagen, ja gut, jetzt habe ich den Salat, ne? Jetzt habe ich nämlich diesen Traffic drin, ich habe die Conversions drin, das heißt, ich muss die auch irgendwie am Kochen halten und kann jetzt nicht, jetzt ist der SEO weg, ne? Der interne zumindest. Was machen wir jetzt? Dann habe ich so Sachen, die ich beobachte, unnatürliche Linkentwicklung, ja, wo ich dann auf einmal in die Situation komme, auf Dinge reagieren zu müssen. Ich sehe auf einmal, oh, da werden wir aber ganz schön bespammt. Also ich glaube, das Problem hatten dieses Jahr so einige, sicherlich kein Einzelfall, aber haben einige Spam-Netzwerke wieder massiv zugeschlagen. Und da ist auch immer so interessant, dieses Thema Disavow habe ich da mal rausgepickt. Kennen ja alle auch so diese Relativität in den Aussagen von John Müller. Also klar, in erster Linie irgendwie it depends, wenn wir unsere Fragen stellen. Aber gerade bei diesem Disavow-Thema ist immer die Frage, was passiert da eigentlich mit? Wann wird diese Datei verarbeitet? Wann werden diese Links verarbeitet? Hängt das am Algorithmus oder nicht? Bringt das überhaupt was? Muss ich das überhaupt tun? War das jetzt der Erfolg des Disavows oder nicht? Und er hatte auch immer, das sind immer so diese gefährlichen relativen Aussagen oder aber auch erstmal Fragen zu sagen, klar, das Disavow-File wird sofort verarbeitet, aber die Links da drin, das machen wir over the time.
Ja, also auch wieder erstmal gecrawlt werden, genau. Ich müsste sie auch alle anpingen, damit ich dann diese Woche möglichst schnell halt durchkriege. Genau. Aber das ist, was er damit auch meint, ja. Ja, genau. Und das ist halt auch immer wichtig, dass wir damit eben nichts Handfestes unbedingt irgendwo in der Hand haben. Wichtig ist aber, dass ich die Aufgaben mache. Ich sage, ich muss mich drum kümmern. Ich finde es klar, was jetzt Schrottlinks sind oder so, das kann man sicherlich vernachlässigen. Aber wenn die Menge an Spamlinks einfach groß wird, dann würde ich das empfehlen, eben halt auch zu machen, damit man einfach auf der sicheren Seite ist, dass das nicht so einen Impact hat. Dann bekomme ich auch Fragen. Also du meinst jetzt auch, du machst das eher präventiv, aber hast du wirklich jemanden gehabt dieses Jahr, der durch solche externen Link irgendwie einen Malus bekommen hat? Weil ich habe keinen einzigen Case. Also ich kenne da keinen Case. Ich habe überhaupt sowieso grundsätzlich. Also präventiv. Ich habe grundsätzlich keinen. Das ist das, was ich meine. Da warte ich eigentlich drauf bis heute, dass einer sagt, da hatte ich auf jeden Fall ein Problem mit Links. Ich habe ein Disavow gemacht und es war weg in dem und dem Zeitraum. Das ist der Wert, den ich überhaupt nicht kenne. Ja, das ist auch immer schwierig zu entscheiden, muss ich es machen oder nicht. Wobei der Lars Weber ja auch da einen Schwerpunkt hat in dem Bereich und auch wirklich sich fast ausschließlich ja nur mit Negativ-SEO und diesen Bekämpfungen beschäftigt. Da ist das Nähkästchen, glaube ich, relativ groß, aus dem der da plaudern könnte. Das ist sicherlich Lars ganz... Weber, Jonas Weber? Nee, Lars Weber aus Berlin. Er hat doch auf dem Expert Day mal entsprechend darüber gesprochen. Und von Berlin Nauten heißt das, der Lars Weber. Kann ich ja auch gleich nochmal verlinken oder zumindest dir gerne nochmal den Kontakt schicken, falls das interessant sein sollte. Also wie gesagt, ich hab wirklich null, also ich habe in so einem Fall immer, wenn dann den Kasper, ne, Kasper Szymanski, ehemaliger Googler, also das ist eigentlich immer so meine Go-To-Person, wenn du wirklich Probleme mit Links hast, also der Typ kann dir wirklich sagen, ob ja und wenn dann wo. Cool. Also da schicke ich immer eigentlich die Leute da gerne hin. Aber sonst, ich muss auch wirklich sagen, es ist wirklich sehr, 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 sehr lange her, dass ich irgendwie jemanden hatte da auch mit Problemen mit Links oder sonst. Ich lasse das eigentlich immer links liegen, ja, pun intended. Genau, und ich kenne zwei Cases von wirklich Negative SEO, also wirklich, das ist ja auch immer dieses, es schwirrt ja immer so rum, negatives SEO, gefährlich, gefährlich. Ich kenne zwei wirkliche Cases, also wo nachgewiesener war, es wirklich Negative SEO im Play war. Natürlich auch mit einer neuen Domain, mit einer alten Domain, das ist natürlich auch deutlich schwerer, aber das war ein neuer Brand, der quasi da gelauncht wurde und Google hat sofort reagiert. Also auch da, selbst wenn es wirklich so einen Case gibt, na, Google ist das ja selber peinlich zu einem gewissen Maße, ne? Die reagieren dann natürlich sofort, wenn man das... Ja, ein großes Eigeninteresse da auch. Absolut, also wie gesagt, mit Links ist immer genau, eigentlich vernachlässigbar. Hier haben wir, wie gesagt, dann kommt der Wettbewerb natürlich auf den Plan. Jetzt hat man irgendwie den SEO-Erfolg und dann haben wir eine Seite gemacht zum Thema Gasverbrauch und haben damit irgendwie so die Top 5, zumindest Top 10, teilweise Top 5 aufgewirbelt. Und wie man sieht, in so einer einzelnen Seite, also gut, diese einzelne Seite hat jetzt, weiß ich nicht, 8.500 Rankings oder so, aber man sieht schon, dass wir mit einer Handvoll von 6 Keywords oder so relativ viel Suchvolumen abgreifen und mit den Positionen auch, sage ich mal, zumindest statistische Klickraten ungefähr von 30.000 Klicks haben. Das war nachher irgendwie so mit der Top 5 erfolgreichsten Suchanfragen, die wir auf der Seite hatten. Und der Wettbewerb, in dem Fall ist es eine Entega zum Beispiel hier, die haben die ganze Zeit so eine Seite und merken dann auf einmal natürlich, dass wir da anfangen rumzutitschen und ziehen nach, machen viele Dinge natürlich auch besser. Das ist ja immer so der Punkt, wenn Google quasi schon entschieden hat, welche Seiten sind jetzt momentan Top 5, dann weiß ich, okay, da sollte ich mich vielleicht auch ein bisschen dran orientieren und auch mal gucken, was haben die jetzt vielleicht in dem Moment besser gemacht als wir. Und wo man auch direkt wieder Dinge erkennt, also es ist jetzt gerade wieder in der Nachoptimierung und werden versuchen, uns die Sichtbarkeit natürlich zurückzuholen. Und gerade diese Keywords mit diesem Doppler-Effekt, wo ich also sage, ich steigere nicht nur meine eigene Sichtbarkeit, sondern gehe gezielt auf die Rankings, die mein Wettbewerb hat, um die eben auch zu optimieren. Da habe ich ja den Effekt, dass ich zum einen natürlich in der Sichtbarkeit steige, aber zum anderen eben dem Wettbewerb die auch eben nehme. Also unternehmerisch heißt das, wenn wir da mitspielen, dann müssen wir auch kontinuierlich reagieren auf gewisse Verhältnisse, weil dieser Traffic sonst ja eben halt auch wegfällt. Wichtig ist nämlich genau das, Winston Churchill hat es mal gesagt, als Experte kann ich auch genau sagen, warum meine Prognose nicht gestimmt hat. Und das finde ich auch wieder so ein Vertrauensaufhänger, dass das einem Kunden, einem Unternehmen klar sein muss, dass auch Dinge mal nicht funktionieren. Aber das Wichtigste ist immer die Transparenz zu haben, was war das Problem. Und nur so kann ich im Prinzip dieses Problem beseitigen oder beim nächsten Mal besser machen, um dann auch hier das richtig einzunorden. Wichtig finde ich auch immer bei so einer Interpretation, die Ranking-Verteilung. Also Hans hat ja auch mal gesagt, so in seinen Auswertungen, wenn wir jetzt eine Ranking-Verteilung haben, also klar, das sind jetzt die ersten 10 Seiten bei Google, die Top 100. Hier ist Seite 1, die Top 10 quasi. Dass man sagt, so ab 20% spricht man von so einem High-Performance-Content-Format, wo man natürlich auch immer wichtig ist, rede ich jetzt um eine ganze Domain,
dann muss ich sowas vielleicht nicht unbedingt erzielen oder spreche ich ein einzelnes Content-Format zum Beispiel an, wie ein Blog, ein Magazin oder irgendwas in der Richtung oder einen einzelnen Artikel sogar. Wichtig dabei ist aber die Entwicklung dieser Ranking-Verteilung eben halt mit zu betrachten. Das heißt, man könnte jetzt, um mal zurückzugehen, sagen, na gut, sind jetzt 13% oder 14%. Da ist sicherlich noch Luft nach oben, wobei die Treppe so in der Richtung eigentlich schon ganz gut ist. Aber wichtig ist, dass man sieht, vor einem Jahr waren es halt hier irgendwie gerade mal 4,5 oder 6%, sodass die Richtung mehr oder weniger stimmt. Das heißt, wenn wir so weitermachen, dann werden wir irgendwann auch bei den 20% mehr oder weniger landen. Ja. Also auch immer ein wichtiges Kriterium, um das mit in die Waagschale zu werfen. Hier sehen wir dann schlussendlich die Klickraten, also dann auch den Traffic-Erfolg mit der entsprechenden Sichtbarkeit, auch teilweise wirklich abhängig von 2, 3 sehr erfolgreichen Artikeln oder Seiten. Und das Update-Thema, du hast gestern schon angesprochen, also auch das ist natürlich so ein Punkt, wo es unruhig wird, dieses Jahr ganz besonders, wo der Kunde auf einmal viele Fragen hat und wo wir auch selber erstmal gucken müssen, haben wir tatsächlich irgendeinen Touch von so einem Update. Mobile-Only-Index, da fragt man sich mittlerweile, was war das nochmal? Also irgendwann mal so für März dieses Jahres eigentlich mal angekündigt. Wird jetzt meines Erachtens so ein bisschen auch ausgehebelt, vielleicht auch rückabgewickelt. Klar, es ist offiziell erstmal verschoben, aber Page Experience Update soll ja jetzt nach Mobile dann eben auch für Desktop kommen. Wäre jetzt für mich ein bisschen widersprüchlich, wenn wir dann nur Mobile Only irgendwie hätten. Mit den Werten nochmal für Responsiveness, Smoothness, Spam Updates, Core Updates, Link Spam Update, Product Review Update, Local Search Update. Also es ist schon sehr extrem und da finde ich es auch wichtig aus der unternehmerischen Sicht. Also das ist ja das, diese Positionierung, die ich heute habe. Also ich gehe eigentlich raus, missioniere Unternehmen mit einem anderen Entree, mit einem anderen Standing, als ich es als Agentur hatte, also als Helfer sozusagen oder im Interimsmanagement, um eben so ein Unternehmen auch einzunormen im positiven Sinne, dass sie eben halt auch, wenn sie mit Agenturen, mit echten Experten auch arbeiten, wissen, in welcher Landschaft begebe ich mich vielleicht preislich, was aber immer relativ ist, solange der Erfolg relativ garantiert ist, ja, weil diese Vorstellung zu haben, zu sagen, Mensch, ich kann damit wirklich, ja, man hat ja, jeder Mensch steht im Leben mal vielleicht vor echten Problemen und wenn man sich dann mal fragt, Mensch, wenn ich jetzt die und die Summe vielleicht zahlen könnte und ich weiß, das Ding ist erledigt, dann macht man doch vieles möglich, ja, im Gegensatz zu erstmal auch hier aus der Konzernseite ruft immer noch der Einkauf an und sagt, ja, wir haben ja Angebot erhalten, aber wir haben hier Konkurrenten, die sind günstiger als sie. Ne? Du hast das aber vorher schon mit dem Vertrieb ausgemacht, du weißt, dass das durchgeht, aber die denken halt immer noch so. Ne? Das ist halt in der Dienstleistung einfach eigentlich grob fahrlässig, da über einen Preis zu gehen. Diese Reaktion auf Updates, dass ein Kunde auch weiß, was da passieren kann und so weiter und so fort. So dieses Beyond Rankings, warum Top 10 nicht immer top ist, finde ich auch einen wichtigen Punkt, der unternehmerisch betrachtet werden muss. Dieses Autosuggest ist ja, wie wir wahrscheinlich alle wissen, gar nicht mehr aktuell, sondern das ist ja jetzt schon noch viel größer. Ich habe es gar nicht extra ausgetauscht, damit man den Knowledge Graph noch sieht. Den würde man jetzt auch schon nicht mehr sehen, weil hier dann noch irgendwie die verwandten Suchanfragen und die Entitäten dann hier so rübergerutscht sind und so weiter. Aber Ökostrom, eins der wichtigsten Keywords überhaupt, Position 6 oder 7, sage ich mal, hört sich erstmal, klar, Top 5 ist noch geiler, da müssen wir nicht drüber reden, aber hört sich erstmal nicht uninteressant an bei dem Wettbewerb, der im Energiebereich herrscht. Ja. Aber schlussendlich, aufgrund des SERP-Layouts, was ja auch ein ganz wichtiger Faktor ist in der heutigen Zielerreichung, was Klickraten angeht, versaut uns das halt eigentlich alles. Also wir haben 35 Impressionen im Monat, 35.000 Impressionen im Monat und greifen damit 125 Klicks ab. Ja. Hier ist das mal so ein bisschen minimiert, was alles für ist natürlich nur tagesaktuell. Das SERP-Layout schwankt ja jeden Tag. Und wir sehen zum Beispiel, dass hier noch nicht mal Schlagzeilen drin sind. Und der Energiemarkt hat in den letzten 2 Monaten eine ganze Menge Schlagzeilen verursacht. Die kämen hier wahrscheinlich auch noch irgendwo dazwischen. Und dann ist man hier unten einfach tot. Also man weiß also, Rankings sind nicht alles. Ich kann damit vielleicht erstmal auf dem Papier glänzen. Aber hier kommt dann nämlich nicht unter Umständen der Paid-Bereich, die sagen, hey, wir wollen diese Ökostrom-Seite mal ein bisschen Conversion optimieren. Wir nehmen mal die Hälfte des Inhalts weg, machen mal eine größere Call-to-Action und damit das besser konvertiert. Und dann sagst du, hey, nehmt uns da die SEO-Sachen weg und das kann ja nicht sein. Nehmt irgendeine eigene Seite und setzt die auf nur Index. Und dann sagen die, ja gut, die 125 Klicks hier, die können es aber jetzt ja nicht sein. Ne? Und das ist halt wichtig, dass man dann eben alternative Content-Formate hat oder auch weiß, wie wichtig diese sind. Wie zum Beispiel halt auch in dem Fall Social Media, was hier auf so einem Grundrauschen besteht, was wirklich nicht sonderlich groß ist. Und dann geht man mal in den
Vergleich, also wenn man hier mal so sieht, das ist jetzt hier eine Entega hier, das sind wir hier unten mit der Badenova relativ viel erreicht im SEO, den Wettbewerber hier zumindest zum Anfang September, das hat sich auch wieder ein bisschen verändert zu Ungunsten von uns, erstmal so einkassiert, wir haben es natürlich auch gemerkt, aber trotzdem kann man ja leicht in die Versuchung fallen, wenn man hier sowas, so ein Grundrauschen sieht beim Wettbewerb, dass man sagt, die machen ja gar kein SEO, also die halten zwar ihren Inhalt am Kochen, aber da ist ja überhaupt keine Entwicklung drin. Ja. Und deshalb ist es wichtig, mal in diese Vergleich der Content-Formate zu gehen. Und darf da ich sehen, noch ganz kurz mal einhaken, also weil das ist so skurril, dass wir hier scheinbar um dasselbe Keyword betteln, weil gerade bei diesem Keyword ist auch einer unserer Kunden mit dabei. Ah, okay. Und von dem her kenne ich dieses Umfeld sehr, sehr gut. Ist dir da lustigerweise auch aufgefallen, da sind wirklich, also einige Keywords sozusagen haben, ja, also enorm viel Scraper-Aktivität. Also du hast wirklich, also ich kenne da einige Keywords in dem Bereich, die wirklich jeden Tag 300 Besucher, also null Klickrate natürlich, auch die ganze Zeit. Gibt es unglaublich viel. Also das ist einer, finde ich, in Deutschland einer der schlimmsten Bereiche, die ich da jemals gesehen habe. Ja. Weil, wie gesagt, also du guckst in die GEC und siehst immer diese Flatlines, wo du weißt, sorry, das passiert nicht. Also das ist absolut unnatürlich. Und das finde ich sehr interessant, dass es in dem Bereich Keywords gibt, die man denkt, die haben Suchvolumen, ne? Also da ist richtig sozusagen was dahinter, aber sie sind rein, rein inflated quasi und keine richtigen Keywords. Also es ist super krass. Und hier sieht man das dann, dass man sagt, okay, die sehen jetzt so aus, als würden sie kein SEO machen, haben aber dann hier im Social-Bereich ein riesiges Volumen, was sie da abdecken. Bei der E.ON ist irgendwie klar, die machen halt sehr. Ich meine, die pumpen halt Millionen von Euros im Monat da rein und fertig. Ja. Da haben wir ja auch so Strom ummelden, trotz Schufa, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, 45 Euro der Klick oder so. Also es ist ja auch der verdorbenste SEA-Markt, glaube ich, in dem Bereich. Und wenn man hier mal guckt, was macht denn da die Integra da so social-mäßig? Die haben sich das über Jahre aufgebaut und was bewerben die da? Ökostrom. Ne? Da bin ich also dann so mit meinen 125 Klicks weit entfernt von dem Impact, den sie vielleicht mit einem Post erreichen, um auf solche Themen dann aufmerksam zu machen. Das finde ich halt wichtig, so ein Unternehmen auch zu sagen, wenn das zur Unternehmensentwicklung beitragen soll, brauchen wir da auch eine entsprechende Breite. Das heißt, das Ganze muss ernsthaft positioniert werden und dann hat man natürlich auch eine größere Budgetierung, aber man sieht, was ich damit wirklich alles irgendwo auch bewegen kann. Und ich muss es dann ernsthaft eben nicht einfach so fahrlässig entstehen lassen im Unternehmen, sondern eigentlich von oben hin fest installieren in meinen Konzern, damit dieses auch immer anständig am Kochen bleibt, vor allem sich über die Jahre eben halt auch weiterentwickelt. Noch zwei ganz kleine Dinge mit Potenzial drin, diese Feature-Snippets, die sich dann eben auch ergeben, teilweise aus solchen Beiträgen, wo Tabellen drin sind, finde ich auch wichtige Erkenntnisse. Zum Beispiel gibt es hier eine Tabelle, die eigentlich hier so im Gesamten aussieht. Ich habe das mal provoziert durch diese komische Suchanfrage. Suche ich jetzt nach Gasverbrauch Mehrfamilienhaus, auch 12.000 Suchvolumen im Monat, dann nimmt Google halt wirklich in der Tat nur den Teil der Tabelle, die auch Mehrfamilienhaus beinhaltet. Und dann habe ich hier irgendwie so den Hinweis, zwei weitere Zeilen, das impliziert erstmal, da geht noch was auf, wenn ich klicke, tut es aber gar nicht, man kommt direkt auf die Zielseite, fand ich relativ spannend. Und auch im Feature-Snippet-Bereich heißt es immer so Zero-Click-Thematik und so, da kann man aber auch schon durch eigene Infografiken finde ich eh wichtig, wenn man ein Feature-Snippet hat. Man kann auch darauf optimieren mit entsprechend kleineren Clustern in der Seite, dass ich dann auch wirklich gucke, dass ich meine eigenen Grafiken oder vielleicht sogar Infografiken baue, wo ich auch schon über die Grafik eine Brand-Awareness schaffen kann im Snippet, dass ich weiß, okay, ich habe vielleicht nicht drauf geklickt, aber ich habe auf jeden Fall schon mal das Logo gesehen, ich habe den Experten gesehen, wobei so eine Fortbestehungsprognose geht ja darum, auch eine Insolvenz möglicherweise abzuwenden. Da ist das Interesse wahrscheinlich größer, auf die Seite zu klicken, als eben halt zum Beispiel bei Preise für Plexiglas oder sowas. Ja, da habe ich dann meine Antwort und dann bin ich wieder weg. Also es hängt auch immer von der Suchintention ab und von der Dringlichkeit und Emotionalität, was gerade, wie wichtig das Thema für mich gerade ist, ob ich da klicke oder nicht drauf klicke. Ne, kann sich also auch schon mal lohnen. Core Web Vitals zum Schluss, auch so eine Aussage, das machen wir nicht, weil das bringt keinen SEO-Boost, weil wir machen natürlich dann Anforderungskatalog. Wir rotzen euch nicht nur einen Bericht hin, was ist alles Kacke, sondern sagen, was ihr jetzt tun müsst, damit das besser wird. Und dann heißt es auch, ja, das machen wir nicht, das bringt keinen SEO-Boost. Ja. Da geht es halt auch um das Verständnis, dass es nicht um SEO-Boost geht,
sondern da einfach seine Hausaufgaben zu machen. Ich habe auch keine Lust, in diesem hart umkämpften Energiebereich oder auch in anderen hart umkämpften Bereichen zu sagen, ja, am Ende liegt es vielleicht doch daran, dass wir die Position jetzt final nicht bekommen oder doch, dass es natürlich jetzt nicht so der Gamechanger ist oder vielleicht der Über-Tiebreaker, wie man gesagt hat, sei mal dahingestellt. Aber ich muss das Thema einfach angehen, weil es da einfach um Nutzerfreundlichkeit geht im Großen und Ganzen. Und gerade der Layout-Shift für mich sowieso das Schlimmste eigentlich ist für den Nutzer, was irgendwo passiert. Und da geht es nicht um den SEO-Boost, sondern zu sagen, ey, wir haben da unsere Hausaufgaben gemacht. Und wenn wir Sachen vielleicht jetzt gar nicht lösen können, aber irgendwann vor einem Change stehen, was eine Systemlandschaft angeht oder so, dann wissen wir, da müssen wir Dinge spätestens mit einfließen lassen, um das zu verbessern. Ja, also das kann ich nicht, muss ich schon richtig dann platzieren auch. Stattdessen wird dann halt, ist jetzt ein anderes Beispiel, ist nicht vom gleichen Kunden, aber stattdessen wird dann einfach in Shopware zum Beispiel mal ein neues Template eingefügt, um dann irgendwie eigentlich die User Journey zu verbessern, wo ich mich dann komplett hier auf null reduziere, weil ich mich eben überhaupt nicht damit beschäftige, welche Werte sollte das Ganze eigentlich erfüllen. Also wie gesagt, relativ wichtig. Das ist immer mein Schlusswort. Die wahre Kompetenz im SEO liegt in der Qualität der Interpretation. Ich glaube, das ist uns allen klar. Wir müssen gucken, dass wir die Daten richtig ableiten und somit eben halt auch bei den Unternehmen, ja, sage ich mal, eine Awareness dafür schaffen, dass das hier etwas ist, was eben eigentlich auch wie jeder Beruf auch eine gewisse Erfahrung braucht. Wobei das überhaupt nichts gegen Einsteiger oder Juniors ist. Wie gesagt, natürlich sollen die auch dort total gewissenhaft und pflichtbewusst ihre Dinge anbieten. Aber man muss sich selber einstufen und einschätzen können. Und auch da fair zu sich selber sein, welche Kunden kann ich da wirklich schon weiterbringen auch im kleineren Bereich. Dann hat man auch das Local-SEO-Thema, wenn es eben halt wirklich sehr, sehr lokal wird, wo man sehr, sehr viel Potenzial hat, Dinge zu machen. Ist eigentlich für jeden was da. Aber es kann auf Dauer für beide Seiten nur funktionieren, wenn es passt. Heißt für mich eben auch vom Bauchgefühl, aber eben halt auch vom Potenzial, was da ist. Und das Unternehmen muss einfach Bock haben, dieses Potenzial eben halt auch freizulegen. Also, das ist es im Großen und Ganzen mal aus dem Vortrag im OMT. Einen großen Applaus, bitte, wir hören es. Genau, und der Stefan muss sich auch bis nach Köln hören. Also, Dankeschön. Ja, sensationell. Also das war echt, das war richtig super. Und jetzt erkenne ich auch wieder, also ich würde jetzt sagen, hier great minds think alike, aber vielleicht auch zwei Deppen ein Gedanke. Also ich glaube, wir haben so viel wirklich da ganz gleiche Gedanken oder ganz gleiche Herangehensweisen an das Thema. Also das ist fast schon scary. Ist doch schön, wenn das auch bestätigt wird, also für beide Seiten. Ja. Also das ist ja auch was Tolles. Absolut, absolut, ja. Also also man sieht halt auch, du hast richtig viel Erfahrung, gerade auch im Umgang mit solchen Unternehmen. Und das ist auch immer so eine Sache, die ich an dir auch wirklich die ich einfach wirklich richtig geil fand, also wo ich dich halt sozusagen so in solchen Situationen da halt erleben durfte, ne? Du bist da halt sehr, ja, ganz ruhig, ganz, ich habe jetzt auch die englische Worte im Kopf. Wir können es für dich translaten. Also so nüchtern, so zu einem gewissen Maß oder so. Ich bin ja immer nur, wie auf Speed, ja, entsprechend. Und das finde ich halt richtig cool. Und ich glaube, das ist ja auch genau das Wichtige, gerade bei solchen großen Unternehmen. Ne? Auch sozusagen genau, dass auch sozusagen ein bisschen so diese Ruhe, diese Seniorität auszustrahlen. Also ich bin vielleicht vom Knowledge irgendwie im Senior Level, aber nicht immer in meinem Umgang da dementsprechend. Ne? Aber ich glaube, das ist halt auch wirklich, also da sieht man halt wirklich, dass du unglaublich viel Erfahrung, ne, auch sozusagen hier mit einem C-Level eben genau solche Sachen hier auch wirklich da auszudiskutieren. Also wirklich hier grandios, tolle Hinweise hier einfach von dir in deinem Vortrag. Also vielen herzlichen Dank. Also es kam auch richtig gut an. Genau. Schön, ich habe zusammen. Genau, super Session mit einigen Wake-up-Calls. Genau. Ah, der Michael. Ja, Grüße. Genau, Grüße aus Köln nach Köln. Genau, also den Applaus hast du auf jeden Fall gehört. War heute definitiv mal wieder ein Highlight. Vielen Dank. Genau, ach, ist schön. Danke dir vom Armin. Das ist auch viel wert. Sauber, hab sehr viel zustimmend genickt hier. Genau, als habt ihr auch die ganze Zeit irgendwie so gemacht, als wäre ich irgendwie ein Wackeldackel. genau, vielen Dank, war höchst inspirierend. Also auch Stefan und Halb Osterhofen ist inspiriert. Genau, so soll das sein. Das ist klasse. Der Ruhepol in SEO. Geil. Ach, genau. Der Oliver. Ja, der Oliver. Sieht hier nochmal sehr, sehr gut aus. Genau, nee, aber ich erkenne mich halt selber in solchen Situationen, wo ich halt da manchmal irgendwie, also, wo du halt genau auch das sozusagen auch so rüberbringen musst, genau, wo ich da manchmal einfach viel zu. Genau. Ja, das macht. Ich bin halt beim nächsten Thema, ne? Und ich bin dann auch schon so, ey, Junge, okay, dann don't waste the time, ja. Ja.
Weil viele machen es halt auch neugierig dann. Ja? Also viele machen es halt auch neugierig, dass sie sagen, Mensch, der bringt das hier so mal eben so rüber. Vielleicht sollte ich da wirklich mal drüber nachdenken. Mhm. Und der ist auch hat eine gewisse Konsequenz dabei, also keine ablehnende, sondern eine Selbstverständlichkeit da drin zu sagen, das und das macht keinen Sinn. Und es macht nur so und so Sinn oder gar nicht. Und dann rattert das schon auf einmal was, weil sie nicht das Gefühl haben, der will mir gerade hier was verkaufen, was anquatschen, sondern das scheint wirklich wichtig zu sein. Okay, dann erzähl halt mal weiter. Ja? Und dann müssen wir halt mal gucken, wirklich helfen. Das ist ja auch, ne? Also du willst wirklich helfen, du willst nicht einfach, ich will jetzt nicht einfach hier meinen Kunden closen, ich will jetzt nicht einfach hier sozusagen den nächsten Contract, sondern du guckst dir auch das Unternehmen an, ne? Und dann auch zu sehen, sozusagen werde ich auch gut mit denen zusammenarbeiten. Weil das finde ich auch, fand ich einen sensationellen Punkt, weil ich hatte das früher auch, als ich auch noch selbstständig da quasi als SEO-Consultant aktiv war. Und ich habe das auch immer sehr, sehr genau gemacht, weil das Problem ist ja auch, wenn du dir das halt schon im Vorab anguckst und du siehst halt auch, da wird am Ende nichts umgesetzt, ja, oder also wirklich die eine ganz trantüge Organisation oder ist nochmal ein CMO drüber, der sowieso nichts machen lässt oder was weiß ich auch immer. Ja. Und dann kommst du in solche Situationen, wo du dann auch sehr viel Zeit und Herzblut in etwas reinsteckst, es passiert dann aber nichts, ja, und dann, ja, irgendwann mal 4 Monate später irgendwie hörst du dann, ja, mit dem und dem, habe ich geredet, die haben gesagt, ja, die haben da auch mal den Tandland Consultant, aber da ist dann auch nichts passiert. Ja, natürlich ist nichts passiert, die haben nichts fucking gemacht. Ja. Ja. Und das, das ist die große Gefahr bei dieser Unstimmigkeit, wenn das nicht passt, dann geht es auf deine Reputation. Das heißt, die sagen nachher, ja, haben wir mitgearbeitet, aber der hat das ja nicht auf die Reihe gekriegt. Deshalb muss man da echt aufpassen, wie weit man, ob man da irgendwann wirklich diesen Deal eingeht oder nicht. Das ist, finde ich, halt ganz, ganz wichtig. Ja, das ist ein grandioser Punkt. Also wirklich ein grandioser Punkt, weil es auch wirklich genau wie du gerade richtig sagst, es ist dein Brand, ne? Und gerade wenn du ja, ich meine, du hast ja auch nicht irgendwie Zeit, 20 Kunden zu arbeiten, sondern wenn für Kunden, aber ich meine, es ist nur eine Handvoll, ne? Ja. Und dann willst du dann auch wirklich einen gescheiten Job halt machen. Und that's it. Und alles andere ist dann einfach auch verschwendete Zeit, egal wie viel Geld du dann damit auch verdienst. Ja, ja. Sorry, Alex, was ich sagen? Achso, ja, und früher war es ja noch ein bisschen einfacher, in Anführungszeichen. Du konntest ja halt auch entsprechend Backlinks einfach kaufen und auf die Seiten draufziehen. Dann hast du ja wenigstens irgendwie mal einen Effekt machen können. Du musst ja nichts an den Webseiten verändern, sondern konntest dann quasi extern kompensieren. Aber die Zeit ist natürlich in dem Zusammenhang vorbei. Und da muss man halt wirklich versuchen, entsprechend die Seiten so gut zu machen, dass der Nutzer im Endeffekt glücklich ist. Ja, ja. Aber die von Markus beschriebenen Probleme, die ganz verhindern kann man sie nicht. Ich habe es momentan auch mit dem Ökostrom. Es hängt seit 6 Wochen im Produktmanagement fest, weil geguckt werden muss, dass da das, was da drin steht, auch wirklich so gesagt werden darf. Mhm. Und ich sage, Leute, das ist eins unserer wichtigsten Keywords. Es wäre ganz gut. Nein, aber das muss, weil das und das. Außerdem, wenn man den Energiemarkt halt ein bisschen kennt, gibt es momentan sowieso keinen Strom, auf Deutsch gesagt, oder kein Gas. Ist also nicht so schlimm, heißt es dann. Ne? Also das ist zwar dann immer noch ein Stück weit teilweise unbefriedigend, aber hey, wichtig ist, dass man das transparent hält und mir nachher nicht einer auf den Keks geht, warum haben wir da noch nichts gemacht? Ja. Du, in dem Ökostrom-Team, lass dir da gerne Zeit. Ist total cool. Wie gesagt, lass dir da Zeit, kann noch ein bisschen länger dauern. Super. Ja, herrlich. Genau. Noch mehr Lob vom Thomas Tornhoff. Toll, Stefan. Ja, vielen Dank. Geniale Präsentation. Genau, geniale Präsentation. Den schließen wir uns gerne an. Der Matthias, super Abschlussshow. Ist noch nicht der Abschluss. Morgen sind wir nochmal live. Morgen Mittag gibt es nochmal ein paar News und einen kleinen Absturz des letzten Jahres. Also Matthias. Absturz des letzten Jahres. Was habe ich gesagt? Nee, du hast Abschluss gesagt. Ich habe mal kurz gehört. Absturz. Ja. Okay, ja. 2020 war schlimm genug. 2021 war schlimm genug. Wow. Okay. Lassen wir den Matthias zu Wort kommen. Ich will auf jeden Fall auch mal Danke sagen für die tolle regelmäßige SEO-Bereicherung in der Mittagszeit. Gerne, gerne, gerne. Ich freue mich schon sehr auf 2022. Ja, das tun nicht viele. Mit vielen spannenden Themen. Die wird es auf jeden Fall auch wieder bei uns geben. Also vielen lieben Dank, Matthias. Und dass du natürlich auch ein Stammhörer, Stammzuschauer dieser Show bist. Genau, für dich. Unter anderem machen wir das ja auch, also von dem her freut uns das ganz besonders. Dankeschön auch vom Benjamin an dich, lieber Stefan, auch natürlich vom Hans, klar. Ja, vielen Dank. SEO nach Hans Kronberg. Danke, natürlich runter wie Öl beim Hans. Ja, das klingt sehr akademisch, aber es ist wirklich sehr wertschätzend, ja. Ja, aber absolut. Weil ich mag die Sichtweise von Hans auf die Dinge, die ist ähnlich unaufgeregt. Ja, genau, auch wieder das, ne? Also wirklich dieses Unaufgeregte. Ganz strukturiert, genau, also sowas tut mich auch persönlich immer, ja, einfach enorm inspirieren, ja, definitiv. Und auch von vielen Dank für die sehr interessante Stunde, genau. Axel, cool, dass du auf jeden Fall mit dabei warst. Was meinst du, Axel? Ich habe vorhin aufgeschrieben, die Kronbergsche Rakete. Ich finde, das hört sich gut an. Kronbergsche Rakete. Ja, auch das ist ein wichtiger Punkt, ne? Weil ich sage ja auch immer, ne, man baut kein Haus im Sumpf, ne? Und genau wie du das ja auch gesagt hast, du brauchst erstmal ein solides Fundament und dann funktioniert das, was du da machst, ja, einfach auch deutlich besser. Ich meine, klar, du kannst die allerbesten Content schreiben, wenn deine Seite 30 Sekunden lädt zum Laden und geht nicht auf mobil, dann wird deinen tollen Content nie irgendjemand lesen. Und das ist ja genau das Problem, dass man dieses eine Sache, man muss das mal glatt ziehen und dann eben durch den Content
ne, oder auch links, ja, sozusagen, auch das wird alles mehr helfen, wenn ich einfach, wenn es da glatt gezogen ist, wenn ich ein solides Fundament habe und von dem her auch ein sehr, sehr schönes Bild, damit der Kronenbergschen SEO-Rakete, genau, die muss halt auch erstmal komplett gut dastehen, bevor dann einfach mit dem Raketenfuel die auch nach oben geschossen werden kann und dann möglichst weit nach oben. Genau, der Rüdiger Kron nach Hans Seoberg. SEO nach Hans Kronberg, Krone nach Hans Seoberg. Okay, gut, das ist zu viel für mich heute. What? Genau. Ja, wenn ihr noch genau Kommentare habt, also wir bleiben gerne natürlich noch mal ein bisschen drin. Also es gibt auch so viel, also eigentlich, wir können jetzt noch eine zweite Stunde quasi darüber machen, sozusagen noch mal darüber quatschen, weil da so viel, ja, wirklich sehr Wahres drin ist und gerade auch noch wirklich auch für SEO Consultants, weil ich habe das einfach so viele, also ganz valide Fragen quasi halt auch stellt, die man sich halt selber stellen muss, auch als SEO-Consultant, wo man, wenn man sich dann selbstständig macht, ne, und das ist es ja auch, ne, man macht sich jetzt selbstständig, ne, und dann kommt der erste Kunde und dann lässt du dich halt auch mal wirklich sozusagen halt nackig ausziehen, ja, weil es ist halt einfach der Kunde und du willst maximal gut machen, den willst du wieder als Referenz haben, bitte darf ich dein Logo auf meiner Webseite benutzen, ja, nochmal 20% Rabatt, wie du dann schon sagst, und ab irgendeinem Punkt prostituierst du dich dann quasi, ja, obwohl du ja auch ein gutes Knowledge da hast. Ja, es gibt auch einen schönen Umkehrschluss, zu dem ich, die Rakete, zu dem, da darf ich noch nicht zu viel verraten. Ich habe gestern mit dem Markus Hövener noch einen Podcast aufgenommen, der kommt Anfang Februar und das war ein spannendes Thema, nämlich SEO ist nichts für dich, weil, ja, also das heißt, da drehen wir das Ganze mal rum, um auch mal zu sagen, wann ist eigentlich SEO für mich als Unternehmer nichts? Und da sind viele Dinge dabei, die hier auch eben halt aufgegriffen wurden. Also du musst einfach, ja, die Ressourcen haben und das Ganze dir auch nicht wegkaufen wollen. Ne? Das ist auch immer so ein Punkt zu sagen, was kostet das? Ich will das wegkaufen. Ich habe auch keine Zeit, da irgendwie mitzumachen und so weiter. Teilweise eben in vielen Bereichen, so Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und so weiter und so fort, da ist das oft so, ein wenig Zeit, auch keine Not finanziell und denken immer, alles ist eh face-to-face. Das ist zum Teil vielleicht auch richtig. Aber ich vergleiche das immer mit so einem Koffer auf so einem Laufband am Flughafen. Und wenn ich den halt einfach laufen lasse und mache halt gar nichts, ja, es ist halt so schnell ein Jahr vorbei. Also ich glaube, wir alle merken das, wie schnell das geht. Und wenn ich dann zurückblicken kann und sage, Mensch, wir haben dieses Jahr 12 tolle Beiträge gemacht, wir haben uns um die und die Dinger gekümmert, wir haben 5 tolle Backlinks gekriegt und wir haben wieder ein bisschen Autorität gewonnen. Man kann das immer auf ein mögliches Level einordnen, dass es zum einen dann doch irgendwo Sinn macht, in dem Level zu arbeiten, mich aber nicht dabei kaputt macht. Und wenn ich dann die Effizienz raushole und eben nichts verbrenne, da muss ich allerdings wirklich noch sagen, was ganz wichtig ist, das ist heute so ein bisschen untergegangen. Dieser zweite wichtige Schritt, wo ich dann natürlich auch Unternehmen helfe und somit auch viel vermittle an Agenturen und Freelancer ist, jetzt machen die Unternehmen das und sagen, ich habe es verstanden, ich brauche Experten, ich muss kein Geld verbrennen, ich brauche Erfahrung, die kostet Geld, wunderbar. Aber dann muss ich den passenden finden. Ja. Und das, da habe ich früher als Agentur oft drüber gemeckert, aber sie können es nicht besser wissen. Sie wissen es einfach nicht. Wenn jemand sich gut verkaufen kann, dann denken die, ey, wir haben hier den geilsten Barbo schlechthin, ja. Und der kostet auch nur 500 Euro die Stunde und total geil. Und dann vergehen Monate, bis die merken, ja, irgendwie scheint das ja irgendwie nichts zu bringen. Und dann muss man vielleicht noch einen Vertrag an der Backe oder sowas. Ja. Also das ist ganz wichtig, das kann man so Kunden nicht vorwerfen, deshalb ist es auch eine Sache der Ethik. Also ähnlich so ein bisschen wie beim Consent Management, beim Nudging und so weiter. Das ist eine Sache der Ethik, einfach dann auch eben wirklich fair damit umzugehen. Auf der anderen Seite aber auch abzulehnen, wenn der Kunde sagt, eigentlich kann ich das selber, aber ich habe noch keine Zeit und solche Sachen. Also man muss die Expertise auch wollen und annehmen, auf Augenhöhe arbeiten und sich nicht ständig rechtfertigen müssen, sondern eher halt mit dem Kunden gemeinsam so einen Weg beschreiten. Und das kann man nicht alles vorfiltern, man kann nicht alles verhindern, aber man merkt irgendwann, wenn man das nicht tut, ich habe immer gesagt, ich will nie wieder mit Bauchschmerzen wegen dem Kunden ins Bett gehen, als ich rausgegangen bin aus der Agentur und es ist mir ja wirklich zu dem 99% auch gelungen. Also man kann nicht immer alles verhindern, aber die Freiheit zu haben, und das verstehe ich, dass das als Agentur schwer ist, weil vieles entwickelt sich ja auch aus dem Stammkundenbereich. Ne? Da kommen ja viele, wir haben ja die Phase gehabt, Webentwicklung, irgendwann wurde SEO immer präsenter und dann kommen ja deine Stammkunden aus der Webentwicklung und sagen, oh, wir wollen jetzt auch SEO haben. So, und dann kannst du dir nicht so aussuchen, ob die jetzt da passen oder nicht, sondern du willst sie auch nicht wegschicken woanders hin, strategisch gesehen. Und dann sagen viele, ja komm, wir müssen das irgendwie machen. Der versteht aber nicht, dass das Geld kostet, machen wir das erstmal umsonst und all sowas. Das tut auf Dauer alles weh. Also das ist alles nicht gut. Und wenn man dann die Freiheit hat, zur Not zu sagen, ich kann das jederzeit sofort beenden, wenn ich das nicht will. Das ist wahnsinnig viel wert und deshalb eben halt auch als Agentur gerade am Anfang versuchen, so konsequent in diesen Richtlinien wie möglich zu sein.
Und um von vornherein wirklich da eine gute Effizienz drin zu haben und auch Spaß zu haben daran. Das wäre natürlich das Allerbeste an der Sache. Du hast mich gerade an den Reddit-Eintrag von gestern total damit erinnert. Geil. Hast du auch mitbekommen, quasi einer, der für News Publisher einen Job bekommen hat und für ein Beratungsgeschäft. Ja, ja, habe ich ja empfohlen, die Crawlrate zu minimieren mit dem Discord. Genau. Genau, das ist halt auch irgendwie super lustig. Das ist der Hammer, das muss man allerdings sagen. Das ist der Hammer, ja. Das ist schon super dreist, ne? Also das ist echt, das ist unglaublich. Das ist Testing am Kunden, ne? Und das ist, weiß der Kunde nicht, dass du im Prinzip gerade was machst, dass du deshalb auch dieses Thema der Reife der Agentur, man muss halt sagen, okay, kann ich denen wirklich in Gänze weiterhelfen, zur Not mit meinem Netzwerk, mit den Leuten, die ich kenne, alles kein Problem. Oder bin ich als Kunde jetzt hier bei denen Tester und die wissen es nicht. Wir haben auch viele Sachen gemacht, wenn du 5 Jahre zurückdenkst, haben wir auch gesagt, ja, da hätten wir besser damals die Finger von gelassen. So ist das halt, ja, das ist eben Agentur, Unternehmensentwicklung auf beiden Seiten. Aber man sollte da eben nicht immer nur auf das Angebot, auf den Preis, sondern man sollte sich mal eine Reputation angucken, einfach mal ein gutes Gefühl geben lassen. Und ich finde, wenn wir diese Dinge heute an Unternehmen lehren, dann wissen sie auch, was sie Anbietern mal Fragen stellen, welche Fragen sie stellen. Oder auch mal, sie wissen, wie sollten die bei mir, welche Themen sollten die sensibilisieren? Und nicht sagen, guck mal hier, 6 Seiten On-Page-Analyse, sondern sogar, ich habe mal geguckt, ihr habt eigentlich gar kein Content-Format auf der Seite. Womit wollen wir später ranken zum Beispiel? Das wäre dann etwas glaubwürdiger als eben direkt mit den 5000 SERP-Snippets, die man da optimieren muss, ne? Das fand ich übrigens auch noch einen sensationellen Punkt, ne? Auch diese Content-Formate, was für Fragen tue ich mit welchen Content-Formaten, weil das ist ja auch nochmal etwas, ne? Für uns ist das total klar, aber auch für manche Kunden. Genau. Seite hier, und damit will ich jetzt doch ranken, ne? Die soll jetzt einfach in der Top 10, ja, aber vielleicht kann sie gar nicht dafür ranken, weil sie einfach einen komplett falschen Intent hat, ne? So, ja. So funktioniert das halt nicht, ja? Das ist nicht so wie genau. Früher. Das fand ich auch nochmal einen sehr, sehr guten Punkt. Und nochmal, wie gesagt, mit dieser Reife und vielleicht auch wirklich zu einem gewissen Maß, man muss halt auch an sich selbst glauben, was man selber kann, ne? Ja, sehr wichtig, ja. Und vielleicht hilft da auch vielleicht auch am Anfang, sich mehr zu spezialisieren. Ich meine, du bist jetzt ja auch ein Generalist, würde ich mal sagen, im SEO-Bereich, ne? Aber dann gerade am Anfang vielleicht sich zu spezialisieren auf Local Search, ne? Oder ja, ich meine, bei mir ist ja auch so, ich bin auch wirklich nur Organic SEO quasi, ne? Also wie gesagt, mit Local Search kenne ich mich nicht gut aus, mit New Search kenne ich mich nicht so aus. Also gut, ich kriege schon noch irgendwie die Basics alle hin, ne? Aber das ist ja auch genau der Punkt, ne? Dass man sich zu einem gewissen Maß auch spezialisiert, da aber wirklich gut ist, ne? Und da eben auch wirklich, also ich weiß, was ich hier kann, ich weiß, was ich hier leisten kann und ich musste jetzt einfach keinen 10% Rabatt noch einräumen, ja, sondern ich suche dich auch zu einem gewissen Maße halt aus, du mein lieber Kunde. Und genau. Ich glaube, das ist dann wirklich auch gut, gerade für den Start. Ja. Hier, der Thomas, die Vorwegnahme der typischen Argumente des Kunden und seine Einbeziehung darin, das ist die hohe Kunst. Danach kann man tiefer gehen, definitiv, ja. Genau. Ich habe das auch manchmal so in solchen Pitch-Situationen und dann lässt du so ein Tool da drüber laufen, ne, und da siehst du auch so diese ganz typischen Geschichtler, ne? Und da weißt du auch ganz genau, das wird in allen Präsentationen sozusagen landen, diese Geschichten, die das sehen. Und das liebe ich in solchen Pitch-Situationen, dass ich ganz am Anfang hergehe und erstmal zeige ich ihm das, was ihm jeder gezeigt hat. Ja, genau. Jetzt zeige ich dir erstmal das, was dir jeder gezeigt hat, sicherlich. Ne? Und tak, 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 tak. Ja, und da habe ich 5 Minuten, ja, wo alle anderen sozusagen eine Stunde gepitcht haben und dir irgendwie tolle Decks, so, das musst du machen. So, das ist das Ding. Aber das ist sozusagen, jetzt gehen wir mal ans Eingemachte, ja, und dann zeigst du halt ganz andere Sachen. Und das ist ja auch genau diese Geschichte, wo dann die Leute auch sehen, holy shit, ja, also da ist nochmal wirklich auch ein anderes Level. Und der hat auch sozusagen verstanden, ja klar, das ist hier nett, mir zu zeigen, ich habe hier 10.000 interne No-Follow-Links und ich habe hier, was weiß ich, Broken Pages und ja, I get it, ja, aber das sind hier genau die Basics sozusagen und war ja auch vorher, ne? Das muss zu einem gewissen Maße auch gemacht werden. Ich muss dir nicht sagen, hey, da ist ein Broken Link auf einer Seite, die irgendwie im letzten Monat noch 10.000 Klicks bekommen hat, ja, fix your shit. Ja, also dafür brauchst du keinen SEO-Consultant, ja. Genau, ich wollte gerade sagen, dafür musst du jetzt keine 180 Euro die Stunde ausgeben, damit du absolut sagst, hey, übrigens, da hast du das, da kannst du ja, glaube ich, mit 80 Euro wahrscheinlich noch einen anderen Consultant holen, sondern es geht halt viel, viel stärker eher in die Richtung zu sagen, okay, ich will dir auch wirklich zum Wachstum verhelfen. Und das ist das Vorgehen, was Markus gerade gesagt hat, ist deshalb langfristig so wirksam, weil du ja während der Zeit, wo du Kunden betreust, immer wieder ja Nebelbomben hast. Also diese Kunden kriegen ja immer wieder total unseriöse Angebote. Oder von einem Freund aus dem Segelclub oder so, der hat sich die Seite mal angeguckt. Also das ist ja wirklich pain in your ass. Ja. Also wenn dann wirklich kommt hier, der hat mal eine Analyse gemacht. Das Krasseste, was ich hier bekommen habe, ist ein PDF-Ausdruck von den SERPs, wo jemand nach, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Keyword der gesucht hat, hat irgendein Keyword eingegeben, hat die SERPs ausgedruckt als PDF und hat dann neben jeder Position, die der Kunde nicht war, ein Fragezeichen gesetzt.
So, das war dann so, ja, hier mein Bekannter hat sich das mal angeguckt, warum stehen wir da nicht? Oder eben so automatisierte On-Page-Analysen von irgendwelchen Leuten. Und wenn du das eigentlich, was du gesagt hast, dann das nehme ich heute auf jeden Fall von dir mit, eigentlich direkt als Entree nutzt, direkt als Türöffner, als allererstes Mal auf die Seite schiebst, dann ist diese Angriffsfläche auf Dauer gar nicht mehr da. Weil dir im Gegenteil, der Kunde sagt, guck mal, da kommt wieder so ein Ding, wo wir ja gelernt haben, das ist eigentlich nur die Oberfläche. Vielen Dank auch. Ne? Also deshalb echt ganz, ganz wichtig. Ja. Geil. Übrigens, da finde ich auch sehr lustig, das liebe ich, by the way. Also ich liebe das, wenn Unternehmen angerufen, also entweder wo ich halt selber, ich hatte das mit so einer Beteiligung von so einem Luxusreiseveranstalter, hatte ich das dann häufiger, aber auch sozusagen hier, wo wir doch im engeren Kontakt mit unseren Kunden halt auch aktiv sind. Und wenn dann Leute anrufen, wo ich dann auch immer sage, ja, lass einfach mich anrufen. Ja, und das ist das Allergeilste, ich liebe das, ja, wenn die Leute das dann sozusagen halt pitchen. Ja, ich habe gehört, dann pitchen wir, was wir da machen wollen. Ja, und das ist grandios, also liebe ich. Vielleicht machen wir das sogar mal hier in der täglichen Dosis SEO oder so. Super Idee. Ja, da kommen Sachen zustande, ja, das ist halt wirklich geil, ja. Aber das Allercoolste war auch mal jemand, der mir dann eine Reitanalyse quasi dann geschickt hat. Sozusagen, ich habe das ja mal alles analysiert. Ja, cool. Geil, ja. Richtig cool. Weltklasse. Ja, ist immer lustig. Was sagt der Rüdiger? Naja, ich war auch mal der Freund aus dem Segelclub. Die Agentur war dann nicht so glücklich mit meiner Analyse. Also geht es auch andersrum, wenn die Agentur nicht seriös ist. Definitiv. Ja. Natürlich geht das auch andersrum. Ganz klar. Und das war natürlich jetzt keine Schublade, die ich da aufmachen wollte. Ganz klar. Ja, aber Stefan, das war sensationell. Also ich würde nochmal sagen, bitte nochmal großen Applaus hier für den Stefan. Sensationeller letzter Gast 2021. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das war mir eine große Ehre. Vielen Dank. Ein super Thema, super präsentiert, wirklich ganz viele richtig geile Nuggets. Und wie gesagt, mich freut es einfach persönlich, dass wir uns endlich mal hier, wenn auch nur virtuell, jetzt mal wirklich miteinander quatschen können. Und ich hoffe, das klappt irgendwann jetzt mal im nächsten Jahr auch ja, in Person. Ja, also wie gesagt, einmal knuddeln, das wäre echt cool. Ja. Wir drücken die Daumen, lassen uns boostern. Genau. Übrigens, deine Kamera ist frozen oder du kannst sehr gut auch reden jetzt, Alex. Das ist ja beides. Wahnsinn, oder? Das sieht echt so aus. Wow, wie macht der Alex das? Ja, mein Chrome-Browser ist abgestürzt. Ich glaube, ich habe ein paar zu viele Tabs noch offen. Und habe ich auch, ja. Muss, glaube ich, demnächst mal meinen Rechner neu starten. Das war jetzt schon ein paar Monate nicht mehr der Fall. Demnächst erst. Ja, aber demnächst. Du hast ja ein Audit, also nach dem Audit erst. Ja, right on. Klasse. Also, vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, nochmal von dieser Stelle sensationeller Content. Und auch danke euch, dass ihr alle so zahlreich zugehört habt. Morgen die letzte Show, die letzte tägliche Dosis SEO 2021. Nochmal ein paar News, da kam das ein oder andere noch zusammen. Das wollen wir mit euch besprechen. Machen noch einen kleinen Recap von 2021 und dann entlassen wir euch auch offiziell in die Weihnachtszeit. Da jubelt der Ralf. Geil, letzte Show. Ja, das ist was zum Jubeln. Genau, endlich freie Mittage. Ja, das ist cool. Oder auch den Hans. Ja, wie gesagt, ich freue mich ja auch immer noch mit der Hans gesagt hat. Er hat sogar Termin mit seiner Frau verschiebt, ja, damit er die tägliche Dosis SEO hat. Das ist gut, ja. Das ist Commitment. Das ist Commitment, genau, so muss das sein. Also, in diesem Sinne, vielen Dank an alle fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Genau, wir sehen uns hoffentlich morgen Mittag wieder. Einen guten Rutsch, den kannst du uns morgen wünschen, lieber Jakob. Genau, morgen bist du noch mit dabei, sonst gibt es einen Eintrag ins Klassenbuch. Danke für die tolle Sendung an die Macher und Gäste. Aber hallo, vielen vor allem Dank. An den Gast. Und in dem Sinne sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bleibt gesund und happy optimizing. Macht's gut. Tschüss.